This is what God wanted. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Gott ist wunderbar. Wer glaubt, dass Gott, unser Herr, wunderbar ist? Amen. Und wir danken ihm, dass er wunderbar ist, dass er gut zu uns ist, dass er uns segnet, dass er für uns sorgt und dass wir heute hier sein dürfen. Amen. Wenn du online dabei bist, sei gesegnet im Namen Jesus Christus. Wir sind in unserer Fastenzeit, 30 Tage Fastenzeit und wir gehen bis zum 30. Juli. Amen. Und es passiert sehr, sehr viel. Wir danken dem Herrn. Es gibt so viele Offenbarungen. Es gibt so viele Erkenntnisse. Es gibt so viele Befreiungen, die stattfinden. Und Halleluja. Wir können nur dem Herrn danken sagen. Amen. Und wie ich heute gedacht habe, wenn wir eine kleine Gemeinde, wie wir sehen, mit so viel zu tun haben, so viel Befreiung, wie ist es mit größerer Gemeinde? Amen. Deswegen es ist es sehr wichtig, dass diese Aufgabe ernst genommen wird, dass wir dran arbeiten, dass Kinder Gottes stabiler werden. Unser Herr sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit muss euch frei machen. Wir wollen ausstehen der Gegenwart Gottes. Wir wollen einfach ihn danken, ihn preisen für die Erkenntnisse, für die Kraft, für den Sieg Jesus Christus am Kreuz Golgatha. Wir wollen ihn danken, dass er uns bewahrt, beschützt, dass er für uns sorgt. Wir wollen ihn danken, dass, Halleluja, er barmherzig ist, gütig ist, voller Gnade, voller Sanftmut und langmütig ist, dass er viel geduldig mit uns ist. Im Namen Jesu, lass uns unsere Stimme erheben. Halleluja. Vater, wir danken dir, wir preisen dich, Halleluja. Du bist Gott in unserer Mitte. Du bist der Mächtige, der Herr, der Herrscher. Du bist der wunderbare Gott, Vater. Wir danken dir für deine Werke in unserem Leben. Wir danken dir, wir preisen dich, wir loben dich, Halleluja. Du allein bist Gott. Du allein bist wunderbar. Du allein bist mächtig. Du allein bist groß. Du allein bist hoch erhaben. Vater, wir preisen dich, Halleluja. Wir loben dich. Wir danken dir für deine Werke am Kreuz Golgatha. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass du in unsere Mitte bist. Wir danken dir für deine Werke. Halleluja. Ehre sei dein Herr. Ehre sei der Mächtige. Ehre sei der wunderbare Gott. Halleluja. Vater, du bist wunderbar. Ja, du bist wunderbar. Du bist mächtig. Es gibt keinen Gott wie du. Es gibt keinen Vergleichbaren wie du. Halleluja. Andere Götter sind nichtig, aber du bist mächtig. Andere Götter sind nichtig, aber du bist groß, aber du bist wunderbar. Masete riba karia shataraba, mi canto reba baba, masete rebo karia sha, mi canto riba karia shando robose, mande rebe karia shando robose, mi canto reba baba baba, masete riba karia shantaraba baba, mi canto riba karia shantareba karia she. Danke, heiliger Vater, danke, mächtiger Gott. Danke, wunderbarer Gott. Wir geben dir allein die Ehre. Wir preisen dich, Herr. Wir loben dich, Herr. Wir danken dir für die Erkenntnisse, die du uns schenkst. Wir danken dir für die Offenbarung, Herr. Wir danken dir für den Sieg. Halleluja.
Denn wir kämpfen nicht für den Sieg. Du hast schon den Sieg errungen, sondern wir kämpfen im Sieg, Herr. Halleluja. Und wir sind fest überzeugt, dass dein Sieg sichtbar sein wird in unserem Leben. Dass dein Sieg, Halleluja, zu erkennen sein wird in unserem Leben. Herr, wir danken dir dafür. Wir preisen dich. Du allein bist Gott. Dir sei Dank. Dir sei, Halleluja, dir gebührt, Halleluja, die Ehre. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Maria, Baba, Baba. Me canto riba caria shanta rababa. Me canto sinterebe keriosha. Ma sonto reba cante reba caria sho. Mi canto reba cante reba ria shanda rababa. E canto reba canto rebo shaya baba. I canto reba caria shanta rababa. Me canto ribasha, ma sente ribacaria shanta rababa, me canta ribario shanta reba canto rebosha, me canto ribacaria shanta rabarebose, me canto ribacaria shanta rabarebose, me canta ribacaria shanta rabarebose, me canto reba baba babashe, ma sonto ribacaria shanta rababa, in name Jesus Christus Herr, in name Jesus Christus Herr, wir loben dich, Halleluja, Herr, wir laden dich heute ein in diese Ort. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, Herr. Wir wollen deine Kraft sehen, Herr. Wir wollen deinen Sieg sehen, Herr. Vater, im Namen Jesus Christus, Halleluja. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Liebe Geschwister, wir wollen beten. Wir wollen das Blut des Lammes in diesem Ort proklamieren. Wir wollen proklamieren, dass jede falsche Gesinnung, jede böse Einstellung, jede falsche Proklamation, alles, was der Feind programmiert hat. Liebe Geschwister, ihr müsst wissen, die Bibel sagt, wachet und betet. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Wir wissen auch, dass während wir schlafen, während wir nicht wachsam sind, der Feind kommt und setzt falsche Samen in unser Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Familie. Deswegen ist es sehr wichtig, wachsam zu sein. Und wachsam mit Jesus Christus, gemeinsam mit ihm wachsam sein. Gemeinsam mit dem Heiligen. Wir haben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hilft uns, wachsam zu sein. Der Heilige Geist kann uns offenbaren, woher oder wo die Angriffe herkommen. Und er kann uns das zeigen, damit wir Stellung nehmen. Amen. Deswegen, wenn du Angriffe siehst, wenn du die Werke Satan erkennst, du darfst nicht einfach so passiv sein. Nein, du musst Stellung nehmen und dagegen eintreten im Namen Jesus Christus. Gedenk immer daran, alles was du tun kannst, Gott wird das nicht tun. Und Gott kann nur in dein Leben bewegen, wenn du ins Gebet eintrittst. Wenn du nur sagst, wie Eli der Priester, als der Samuel, der junge Knabe, zu ihm sagte, ihn über das Gericht Gottes proklamierte oder ihn sagte. Was war die Antwort von Eli, der Priester? Was war seine Antwort? Gott möge tun, was er will. Man kommt, man sagt dir, deine Familie hat sich versündigt. Deine Kinder haben sich versündigt. Und du antwortest, und das Gericht Gottes wird kommen über dir und deine Familie. Und deine Antwort ist, möge Gott machen, was er will. Das ist Passivität. Das ist Passivität. Denn auch wenn Gott Gericht gegen dein Leben, deine Familie spricht, er erwartet immer, dass du Stellung nimmst. Dass du sagst, Herr, ja, ach ja, yeah, Herr, wir haben uns versündigt. Wir haben böse getan. Wir waren nicht gehorsam. Wir haben zugelassen, dass Satan Raum in uns nimmt. Vater, vergib uns. Und diese Vergebung, was du betest, es besänftigt das Herz des Herrn. Denn der Herr ist ein barmherziger Gott. Aber wenn du sagst, oh ja, möge passiert, was passiert, das ist passive Stellung, das ist passive Proklamation. Und Gott hasst Passivität. Gott möchte Menschen, die sagen, Herr, vergib uns alles, was wir zugelassen haben, dass der Feind in unserem Leben tun, durch Okkultismus, durch Wahrsagerei, durch Kartenlesen, durch Pendel, durch Ouija-Brett, Hexerei. Vater, vergib uns. Von nun an, wir entscheiden uns, deine Wege zu gehen, dein Wort zu befolgen. Wir entscheiden uns, auf die Stimme der Geister zu hören und die Stimme der Geister zu folgen. Und wir treten gegen jegliche Werke Satan. Wir nehmen Stellung und wir proklamieren, dass er keinen Raum mehr in uns hat. Wenn du solche Stellung nimmst, dann komm Gott und bewirk. Aber solange du keine Stellung nimmst über deine Familie, über deine Ehe, über deine Kinder, Gott wird nicht in der Lage sein, etwas zu bewegen. Gott braucht immer einen Mensch, der Stellung nimmt.
Amen. Und wir wollen über diese restlichen Tage beten. Wir wollen aus dieser Fastenzeit mit Ergebnis rauskommen. Und wir wollen etwas erleben mit dem Herrn. Deswegen, du wirst beten und sagen, Herr, jeder Werke Satan, was zugerichtet ist, meine Segen zu blockieren, meinen Durchbruch zu blockieren in der Gemeinde. Vater, zerstöre das im Namen Jesus Christus. Durch das Blut des Lammes, wir treten gegen die Werke Satan, wir treten gegen die Bindungen Satan, die Verbindungen Satan gegen meine Segen, gegen den Segen der Gemeinde im Namen Jesus Christus. Fäng an zu beten. Vater, ich danke dir für die Gemeinde Tabernakel. Ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, dass du uns im Fastenzeit berufen hast. Ich danke dir für jeder, der online dabei ist. Ich danke dir, Vater, dass du Wunder bewegst. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns Erkenntnis schenkst, Offenbarung schenkst im Namen Jesus Christus. Oh Herr, oh Herr, ich trete gegen alle Segenklaue im Namen Jesus Christus. Ich trete gegen jede in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, in meiner Familie, außerhalb meiner Familie, die sich gegen meine Segen erhebt. Jede falsche Bindung, jede falsche Verbindung, jede Bosheit, ich trete dagegen durch das Blut des Lammes im Namen Jesus Christus. Ich lege jede Werke Satan lahm. Ich lege jede Werke Satan lahm im Namen Jesus Christus. Jede Programm im Namen Jesus Christus, die gegen meine Segen, gegen meine Bestimmung, gegen meinen Durchbruch, Vater. Ich komme gegen die Werke Satan im Namen Jesus Christus. Ich proklamiere den Sieg. Ich proklamiere den Sieg Golgatha in mein Haus, Herr, in meine Familie, Vater. Ich proklamiere den Sieg Golgatha in mein Haus, im Namen Jesus Christus. Wenn du gerade zu Hause bist, fäng an den Sieg des Blut des Lammes zu proklamieren, dass nichts wird hindern, dass du deine Freiheit erlebst, dass nichts wird hindern, dass du durchbrichst im Namen Jesus Christus, dass nichts wird hindern, dass ein Wunder in dein Leben geschieht. Im Namen Jesus Christus, Mandere Bakariasha, Mekatore Baba, Masotore Bakariashontorobos, Ikantore Bakariashantaraba, Masenterebosha, das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes, Herr, das Blut des Lammes in unsere Häuser, in unsere Körper, Seele, Geist, unsere Knochen, das Blut des Lammes, unsere Muskulatur, das Blut des Lammes, unsere Gedanken. Wir gießen das Blut des Lammes in alle Bereiche unserer Dienste. Wir gießen das Blut des Lammes in der Gemeinde Gottes. Wir gießen das Blut des Lammes, Vater, im Namen Jesus Christus. Herr, verwirrt unsere Feinde. Schlägt unsere Feinde mit Verwirrung, Herr. Schlägt die Böse mit Verwirrung, Herr. Schlägt die böse Pläne Satan mit Verwirrung, Herr. Schlägt, zerstöre die Kontrolle in der Gemeinde. Kontrolle, Manipulation, Machtausübung, zerstöre durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus. Durch das Blut Jesus, Kontrolle, Manipulation, Hexerei, wir kommen gegen eure Werke, wir kommen gegen eure Werke, wir kommen gegen eure Werke, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, ich trenne mich seelisch von jeder Kontrolle, Geist, ich trenne mich, Vater, von jeder Manipulation, Geist, ich trenne mich im Namen Jesus, ich sage mich los von jeder falschen Bindungen, von jeder falschen seelischen Bindungen, die meinen Segen klauen, die meine Bestimmung beeinflussen möchte. Ich trenne mich dagegen im Namen Jesus Christus. Ich proklamiere Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. 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 Jeder satanische Werke, jeder Marinengeist, jeder Isabelgeist, jeder Hexereigeist haben keine Kontrolle über die Gemeinde Tabernacle Church, haben keine Kontrolle über unser Leben, über unsere Familien, im Namen Jesus Christus. Wir trennen ihn seelisch. Wir brechen jede Kette. Wir brechen jede Bindung. Wir proklamieren, dass unser Segen stattfinden wird. Im Namen Jesus Christus. Fäng an, das Blut des Lammes zu proklamieren. Proklamiere das Blut des Lammes in die Luft. Proklamiere das Blut des Lammes gegen jede böse Absicht in der Gemeinde, in dein Leben. Proklamiere das Blut des Lammes. Im Namen Jesus Christus. Ich werde durchbrechen. Ich werde die Heilung erleben. Ich werde meine Segen erleben. Ich werde alles erleben, was der Herr für mich vorgesehen hat. Ich werde das erleben im Namen Jesus Christus.
Jesus Christus. Ich erlebe das gerade. Ich erlebe die Hand Gottes in mein Leben. Ich erlebe die Hand Gottes in meine Familie. Ich erhebe die Hand Gottes, Vater. Jede Hexe Pfeile, jede Hexe Schuss, jede Hexe Angriffe werden zerstört durch das Blut des Lammes, Herr. Jede böse Proklamation gegen mein Leben, meine Ehe, meine Frau, meine Kinder, im Namen Jesus Christus, mein Dienst, Vater, ich proklamiere Durchbruch, Herr. Durch das Blut Jesus, 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 im Namen Jesus Christus. Ich bin mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin mehr als Überwinder im Namen Jesus Christus. Wir danken dir, Vater, dass du hier heute bist. Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle im Namen Jesus. Amen. Gib den Herrn Applaus. Wir geben den Herrn einen Applaus. Wir geben den Herrn einen Applaus. Halleluja. Ihr könnt Platz nehmen. Alle Ehre gebührt dem Herrn. Amen. In alles, was wir tun, alle Ehre gebührt dem Herrn. Nicht ein Mensch, nicht ein Pastor, nicht ein Prophet. Alle Ehre gebührt dem Herrn in dein Leben, in mein Leben. Amen. Gott ist gut. Amen. Wir wollen das Wort Gottes hören und hören, was der Heilige Geist uns sagt. Wir waren heute Morgen beschäftigt mit etwas wunderbar. Und am Freitagabend werde ich die Französin nicht haben, aber ich möchte, dass wir gemeinsam am Freitagabend einen Film zusammenschauen. Ich möchte, dass wir etwas zusammenschauen, ein bisschen Diskussion oder so drüber reden. Es ist ein Film, der mit viel Wort verbunden ist und wir wollen einfach jede Meinung hören, wie jeder das sieht, wie jeder damit klarkommt, wenn er in so einer Situation ist. Amen. Am Freitag. Gedenk daran, Freitag sind wir hier. Wir werden um 18 Uhr bis 18.30 Uhr beten und dann haben wir Gemeinschaft mit Tische hier, wo wir zusammen schauen und zusammen danach zusammen beten. Amen. Wir wollen von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen. Von Erkenntnis zu Erkenntnis. Und gedenkt daran, die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnissen. Du kannst 100 Jahre in der Gemeinde sein, dienen, studieren, lesen und so weiter. Aber solange du keine Erkenntnis hast, du kannst viele verpassen. Du kannst sehr viele verpassen aus Mangel an Erkenntnissen. Ich bin daher dankbar, als ich anfing, Gott zu dienen, ich war sehr gut umtigern, sehr gut umringen. Mit Menschen, die viele Erkenntnis hatten, sehr viel. Und wenn du unterwegs mit Pastoren aus Kongo, das Besondere bei diesen Pastoren, ich segne dieses Land, weil dieses Land hat viel in mein Leben gewirkt. Es gibt zwei Länder, Nigeria und Kongo. Aus diesen Ländern sind viele rausgegangen, um weltweit Veränderung im Reich Christi zu bringen. Das hat in Deutschland angefangen mit Reformation. Durch Martin Luther ist Reformation entstanden. Aber danach hat Gott Nationen erweckt und aus diesen Nationen hat sich sehr viel bewegt. Ich durfte sehr früh in mein Leben in Berührung mit Dämonen. Ich habe angefangen, Gott zu dienen. Eine der Dinge, was in meinem Leben sehr aktiv war, Anbetung. Anbetung war das Hauptbestandteil meines Lebens. Gott anzubeten, Stunde vor Gott zu verbringen, um ihm nur zu sagen, du bist wunderbar. Ich habe sehr gerne geliebt, Gott zu schauen, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Pracht, seine Majestät, wie wunderbar er ist. Und diese Gesinnung oder dieses Streben nach Gottes Herrlichkeit zu schauen, ich könnte stundenlang mit meiner Frau nur in Anbetung Lieder, gelobt, gesungen, zusammen. Diese Gemeinschaft hat uns gestärkt und hat auch viele offene Fragen gebracht.
viele offene Fragen. Weil wir dürften feststellen, unser Pastor damals kam aus Frankreich. Wir waren in einer Gemeinde, die nichts mit Geistliche zu tun haben. Wir haben der Gemeinde gelobt, gebetet. Aber zu Hause, wir haben unsere eigene Gemeinschaft unabhängig von der Gemeinde gehabt. Es gab nie bei mir zu Hause, ich bete nicht mit dir, ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Auch wenn ich manchmal stolz war oder meine Frau so streng war oder sauer war oder zornig war. Aber wir haben immer gemeinsam danach gesucht, an uns zu arbeiten. Egal wie der andere war. Und Gott hat das gemocht. Gott hat unsere Schwachheit gesehen. Gott hat angefangen, an uns zu arbeiten. Und ich erinnere mich, wir waren in der Gemeinde und ich fing an, mir Fragen zu stellen. Warum so wenige Taufe? Und ich bin zu Brüdern gegangen, bist du getauft? Nein. Bist du getauft? Nein. Bist du getauft? Nein. Bist du getauft? Nein. Bei mir, wenn zwei in der Gemeinde ein Jahr lang nicht getauft sind, es ist schon genug für mich, um alles in Frage zu stellen. Wenn zwei Jahre lang nicht getauft sind in der Gemeinde, es war schon genug für mich. Weil es kann nicht sein, dass jemand ein Monat, zwei Monate in der Gemeinde ist, man denkt nicht mal an Taufe. Und ich bin zu dem Pastor gegangen, es war nicht, dass ich den Pastor konfrontiert, nein. Es war ein Vater für mich. Er ist noch da, ist in Ludwigshafen, der Pastor Kisoka. Und ich bin zu ihm gegangen, habe gesagt, Pastor, wie kann es sein? Und er hat mir erklärt. Ich habe die Erklärung teilweise verstanden, aber ich war nicht zufrieden mit der Erklärung. Und wir lieben uns bis jetzt, wenn er was hat, wir begegnen uns. Aber ich sage ihm, Pastor, ich gebe eine Frist. Wie kann es sein, dass 10 Leute in der Gemeinde nicht getauft sind? Er war auch Jungpastor, er war unter Einfluss an andere. Er könnte nicht tun ohne den Pastor. Er hat ihn respektiert. Aber für mich, wenn Leute nicht getauft sind, das ist nicht normal. Und dann kam ein Pastor zum Besuch in Urlaub aus Frankreich. Wir waren im Gebetkreis und der Pastor, er war Apostel. Er war schon um die 50. Man hat ihm die Ehre erwiesen, dass er das Gebet leitet. Er fing an, das Gebet zu leiten. Plötzlich zwei junge Damen, die bei uns wohnten zu Hause. Die waren Studentin. Wir haben die aufgenommen und mal unterstützt finanziell, weil die nicht viel hatte. Plötzlich, die beiden fallen am Boden. Eine fängt an zu krabbeln wie eine Schlange. Die eine fängt an laut zu schreien. Und geistig gesehen, die haben zum Gebete, die waren in Geist getauft, die waren so, sagen wir mal so, die haben das Wort gekannt, sehr wunderbar das Wort gekannt. Und ich war so erschrocken. Ich sage, wie kann es sein, dass Leute, die im Geist getauft sind, dass Leute, die das Wort Gottes kennen, dass Leute, die so stark sind in der Gemeinde, dass die so manifestiert. Ich habe Gott keine Ruhe mehr gegönnt. Keine Ruhe mehr gegönnt. Und die Folge der Woche, eine alte Cousine tritt in Kontakt mit mir. Ich bete für sie, die fängt an zu manifestieren. Und dann sehe ich im Internet, dass eine Evangelistin in Straßburg ein Seminar macht über Befreiung, über Dämonen. Ich habe meiner Frau gesagt, die war schwanger. Du bleibst zu Hause. Ich gehe hin. Ich gehe hin. Ich möchte schauen, was bedeutet Dämonenbefreiung. Ich ging hin. Ich habe das erste Platz genommen. Ich wollte sie Augen in Augen schauen, um zu sehen, was gerade passiert. Dann sage ich in mir, Herr, wenn diese Frau alles, was sie erzählt, die Wahrheit ist, die muss bei mir anfangen. Die muss bei mir anfangen. Wenn ich Dämonen habe, ich ein Christ, der Dämonen hat, ich muss. Die Frau predigt, die ist fertig, die sagt, zwei Menschen, Gott sagt mir, ich werde bei denen anfangen. Ich werde nicht nennen, nicht mal rufen, der Geist Gottes will sich selbst um sie kümmern. Ich hatte Anzug, ich habe meine Füße gekreuzt wie der Bruder. Na, es ist eine Stellung, die ich nicht gerne mache, aber für mich, es war stolz, wenn man so kreuzt vor der Lehre und schaut, abwarten, was jetzt passiert. Darf eine Frau überhaupt predigen? Ich werde schauen, ob wirklich diese Salbung von Gott kommt. Die muss bei mir anfangen. Kaum habe ich gedacht,
Es war, kennt ihr, wenn man eine Katze hier hält, ne? Man trägt eine Kette. Ich hatte viel Katze, als ich jung war, klein war. Meine Katze habe ich immer so gehalten. Ne, die Katze hält man so und trägt man sie in die Arme. Wenn du eine Katze hier hältst, es tut ihr nicht weh. Und wie eine Katze hier, ich wurde geschleudert vorne und auf dem Boden mit Anzug, tolle Schuhe, auf dem Boden. Und die Frau sagte, bring ihn einen Eimer. Ich sage, Eimer wurde gelegt. 6 Männer, die da waren, haben mich festgehalten. Geboten. Ich habe gekotzt. Ich habe nie so in meinem Leben gekotzt. Und die Frau schaut mich und sagt, ich sehe deinen Uropa, sein Geist, sein Totem, kennt ihr den Totem, ne? In dir, es ist ein Löwe. Boah, ich habe gebrüllt. Ich habe gebrüllt. Die haben mich festgehalten. Es war so heftig. Die Frau sagt, dieser junge Mann, er hat eine Berufung. Er geht nicht von hier, ohne dass dieser Geist aus ihm rausgeht. Von 21 Uhr bis 3 Uhr morgen. Von 21 Uhr bis 3 Uhr morgen. Gekotzt. Die proklamiert, es kommt raus. Die proklamiert. Und irgendwann sagt sie, ich sehe einen Menschengeist in ihm. Aber dieser Menschengeist versteht kein Französisch. Wir müssen auf seine Muttersprache gebieten. Die haben versucht auf Französisch, nichts. Der Geist hat sich nicht bewegt. Und dann eine Frau war da aus Kamerun. In Kamerun gibt es 250 Sprachen. Und die Frau kam ein bisschen nah an meinen Stamm. Und die kannte ein bisschen die Sprache. Und die fängt an, in meine Muttersprache zu gebeten. Es war total, fatal, brutal. Die drei Tal, total, brutal, fatal. Ich habe noch mehr gekotzt. Ich habe gedacht, hier bricht alles zusammen. Und am Ende ist der Geist raus. Und die haben mir gesagt, übernachtet hier. Ich sage, nein, ich gehe nach Hause. Ich muss meine Frau das erzählen. Ich habe mein alter Toyota genommen von Straßburg nach Ludwigshafen. Ich bin in Gebüsch gefahren, bin wieder auf der Straße. Ich sage, Auto, du bringst mich heute nach Hause. Ich werde ankommen. Ich habe geschlafen am Steuer, aber ich bin gefahren. Ich muss heute in Straßburg. Ich habe meine Frau gesagt, schlaf nicht, gell? Ich komme. Ich muss dir was erzählen. Ich wurde gedemütigt. Aber es war eine wunderbare Befreiung. Und danach hat der Herr weiter in mir gearbeitet. Er hat mich weiter befreit. Von nun an habe ich gesagt, egal in welcher Berufung ich bin, jeder Christ, der vor mir kam, der irgendwas hat, muss befreit werden. Und es ging los. Und Gott schickte Leute von Holland, von Belgien, von Luxemburg. Manchmal, wir waren noch jung im Dienst, wir haben manchmal die Tür geöffnet, Leute waren da, wir haben gebetet. Und in der Gemeinde auch. Und es war viel, viel Erfahrung, die wir gesammelt haben. Viele Erfahrungen. Von Männer Gottes bis zum, ich weiß nicht was, Okkultismus, Freimaurerei, Maikari. Und Gott hat uns zu dieser Frau geschickt, diese Evangelistin. Wir haben mit ihr 4 Jahre lang. Ich war Leiter für das Fürbitter-Team. Und bei der Fürbitter habe ich so viel gelernt. Und Gott hat viele Männer Gottes rum um uns geschickt, wo wir lernen dürften. Viel, viel gelernt. Und ich dürfte lernen, eine Gemeinde, wenn die besteht nicht nur aus Prediger, Lobpreis. Eine Gemeinde besteht aus allem, was Jesus gemacht hat. Und viele Christen werden in Gemeinde geboren, neu geboren. Die wachsen in der Gemeinde. Die hören das Wort. Die kennen sogar das Wort besser. Aber die blühen nicht geistlich. Die werden immer überschattet von der Kraft der Dämonen. Du sollst wissen, du kannst ein Haus haben. Du kannst Jesus Christus haben. Aber Jesus ist nur in einem Zimmer, aber in den 10 weiteren Zimmern ist Kontrollgeist.
ist Hexengeist, ist Lügegeist, ist sexueller Geist und so weiter. Jesus ist da, aber andere Zimmer sind noch unter Besatzung des Feindes. Deswegen sagt er, treib Dämonen aus, heilt Kranken. Und ich liebe gerne Lukas 4, 18. Es ist einfach der Hauptauftrag der Gemeinde. Wenn du verstehen möchtest, was Jesus erwartet, von der Gemeinde erwartet, studier Lukas 4, 18 bis 19. Das ist alles, was Jesus verlangt. Alles ist in beide Vers zusammengefasst. Wenn du eine von diesen Zusammenfassungen verpasst, hast du den Auftrag der Gemeinde verpasst. Wenn du eine dieser Dinge, wir können das schnell lesen, Lukas 4, 18 bis 19, es ist der Auftrag der Gemeinde. Wenn du das verpasst, hast du den Auftrag der Gemeinde komplett verpasst. Halleluja. Und meine erste Vers, was ich damals immer vor Augen hatte, war Markus 16, Vers 15 bis zum letzten Vers. Aber Lukas 4, was sagt die Bibel in Lukas 4? Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir. Warum? Weil er mich gesalbt hat. Welcher Zweck hat diese Salbung auf Jesus, den Armen frohen Botschaft zu verkünden. Das ist das allererste. Frohe Botschaft zu verkünden. Was ist diese frohe Botschaft? Johannes 3, 16 bis Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Gott hat nicht seinen Sohn geschickt, damit er die Welt richtet, sondern damit er die Welt errettet. Aber die, die ihn ablehnen, sind schon gerichtet. Johannes 3, 16 bis 17. Das musst du dir merken, sogar im Träumen. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie haben sollte. Aber du liest weiter im 24. Römer 10, Vers 9 bis 10. Wichtige Verse, die du vor Augen haben für dein eigenes Leben. Amen. Das ist hier Lukas 4, 18. Frohe Botschaft zu verkündigen. Und was noch? Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochene Herzen sind. Die Gemeinde sind voller zerbrochene Herzen. Glaub mir. Voller zerbrochene Herzen. Und vergeben heilt. Nicht vergeben wurde, Vergewaltigung, Entsetz, Gewalt. Es gibt sogar Sachen, die Leute nicht reden. Es ist ein Familiengeheimnis. Diese Familiengeheimnis wird dich in die Hölle bringen. Vor Jesus gibt es kein Familiengeheimnis. Er sagt, es gibt in Lukas 12, 2, es gibt nichts Verborgenes, was nicht offenbart wird. Es gibt nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt wird. Jede Familiengeheimnis muss aufgedeckt werden. Amen. Wenn du Sachen hast, wo du bis jetzt mit niemandem geredet hast, du liegst falsch. Du sollst zur Gemeinde gehen, zu deinem Pastor gehen, über Vergewaltigung, Inzest, Gewalt. Oder Leute, die so viel getrieben, Sex mit Tieren. Alles, was du getrieben hast, du musst offen reden. Wenn Bücher, der Okkultismus zu Hause sind, du musst das vor der Gemeinde zeigen und verbrennen vor der Gemeinde. Das ist ein Zeugnis. Wenn dein Vater dich vergewaltigt hat, du musst das zu den Pastoren gehen. Und ich appelliere den Pastor, bewahr die Zeugnisse, Leute. Amen. Wenn du von deinem Vater, von deiner Mutter beschimpft wurde mit gewaltigen Wörtern, du musst das offen vor den Pastoren reden. Sehr wichtig. Weil alles, was verborgen ist in uns, wo wir nie drüber reden, sind Anfalltore des Feindes. Es ist, wo er dich gebunden hält. Alles, was du getan hast in deiner Vergangenheit,
Pendel, Karte lesen, Magnetismus, Okkultismus, Tarot, Horoskop. Du musst offen, die Gemeinden müssen Seelsorge-Team ausbilden, dass Telefon 24/7 aktiv sind, wo Leute mit Seelsorge über alles, über die Vergangenheit reden. Weil ohne dieses Seelsorgegespräch die Befreiung wird nicht stattfinden. Warum? Dämonen halten immer an etwas, wo du nie drüber geredet hast. Und die bringen dich immer zu sagen, nein, du brauchst nicht mit drüber reden. Nein, 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 die werden über dich lästern. Nein, die werden. Nein, rede nicht, die brauchen das nicht zu wissen. Es ist sowieso die Vergangenheit. Es ist sowieso ein Familienereignis. Du brauchst, nein. Stopp diese Stimme. Es gibt im Geist, in Befreiung, einen Geist, man nennt ihn auf Deutsch der Geheimnis. Wie nennt man das? Ein Geist, der die Zunge stumm hält, damit du nicht über die geheime Familie redest. Wie kann man so einen Geist nennen? Schweigegelübde. Ja. Alle Schweigegelübde müssen gebrochen werden. Ich habe für eine Frau gebetet, ungefähr 7 Jahre. Und als wir gebetet haben, die Frau wurde stumm. Die könnte nicht mehr ihre Zunge bewegen. Und ich empfing auf Französisch Schweigegelübde. Und da habe ich das gebrochen. Ihre Zunge wurde frei. Die sagt, ich möchte reden. Ich habe über furchtbare Sache geredet. Als Mann, wenn du vergewaltigt wurde als Mann oder ein anderer Mann hat sexuelle Verkehr mit dir gehabt, du musst drüber reden. Diese Gespräche führen dazu, dass die Geschwister, die dich begleiten, Erkenntnis bekommen, wo die Einfalltore sind. Es gibt nichts, wo du vernachlässigen sollst. Auch wenn du vor Maria deine Knie gebeugt hast, das reicht schon, ein Dämon in dir einzutreten. Und viele denken, weil ich mich bekehrt habe, ist alles weg. Nein, deine alte Natur ist weg, aber die Dämonen gehen nicht weg. Die müssen, Jesus sagt, treib. Was bedeutet treib? Gebietet, damit die rausgehen. Treibe bedeutet nicht, dass du dich taufen lässt und die Dämonen gehen raus. Nein, sonst hätte er nicht gesagt, treib Dämonen aus. Die Bibel ist so präzise. Er sagt, treibt Dämonen aus. Er sagt nicht, lasst euch taufen und Dämonen gehen weg. Dämonen können Ausnahmen, wir haben die Befreiung hier erlebt, wo Dämonen manifestiert haben während der Taufe. Aber wir müssen die austreiben. Wir müssen die gebieten, rauszugehen. Und ich sage euch, kein Dämon geht freiwillig aus einem Körper. Nein. Nicht, weil du schön aussiehst oder genug Geld habe oder Zehnte bezahlt, die Dämonen gehen raus. Nein. Diese Lehre, dass du ein Opfer bringen sollst der Gemeinde, um befreit zu werden, das ist keine Lehre der Bibel. Die Bibel sagt nicht, dass du Altar bauen sollst, Geld in der Gemeinde bringen sollst, damit du die Freiheit erlebst. Nein, die Freiheit ist umsonst. Aber Dämonen muss man gebieten. Die Bibel sagt, diese Art von Geister gehen raus durch Fasten und Beten. Amen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass mehr Menschen erweckt werden in Befreiung. Dass mehr Menschen ausgerüstet werden, um befreit zu werden. Ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich an diesem Tag erlebt habe. Aber viele Anrufe. Die Brüder haben gesehen, ich kam hier, ich war am Telefon. Leute von sehr weit weg, die sind in Not. Deswegen, die Gemeinde muss mal aufwachen und sagen, wir haben uns geblendet, wir haben uns betrogen, dass wir haben, es gibt mehr kranken Leute in Gemeinde als draußen. Warum? Weil wir unseren Auftrag nicht machen. Das ist der Auftrag. Amen, frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochene Herzen sind. Gefangene, Befreiung zu verkünden und der Blinde, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Wir sind noch in diesem angenehmen Jahr des Herrn. Das Jahr der Gnade. Bis Jesus zurückkommt, dieses Jahr ist noch.
Es hat gestartet, als Jesus kam. Es wird beenden, als Jesus die Gemeinde wegnehmen wird. Das ist das Jahr der Gnade, wo wir noch sind. Das müssen wir verkündigen, dass es besteht noch Hoffnung. Es besteht noch Heilung. Es besteht noch die Freiheit. Im Namen Jesus Christus allein. Amen. Im Namen Jesus Christus allein. Ich sage so, Leute, wenn ihr merkt, ihr stammt aus Orten, wo man viel getrieben, sogar das Dorf, wo du herkommst, könnte ein Hindernis für deine Entwicklung sein. Es gibt Dörfer, die stehen unter Flüche. Wo man sagt, jeder, ich habe euch ein Zeugnis heute gegeben von der Pastor Mbakata aus Paris, der aus einem Dorf kam. Und dieses Dorf gab ein Altar, weil ein junger Mann mit 25 geopfert wurde in diesem Dorf. Die wollte das Dorf beschützen. Und bevor er starb, er stellte die Frage, warum ich? Warum nicht andere? Dadurch, dass ihr mich umbringt, keiner junge Mann in diesem Dorf wird 25 Jahre, mehr wie 25 Jahre. Sein. Und deswegen, jeder Junge in der Dorf hat bis 20 Kind bekommen, damit jeder wusste, mit 25, alle, die aus diesem Dorf herkommen, sterben. Und er hat Erkenntnis gehabt, er ist in Gebetberg gegangen, hat gebetet und gefastet und diese Gelübde gebrochen. Das ist eine Realität. Ich habe auch ein Zeugnis aus meinem Dorf gesagt. Ich gebe immer Zeugnis, ich wiederhole Zeugnis, damit Leute, die neu dabei sind oder die nicht wirklich das klar sehen, dass es klarer wird. Damit Leute begreifen, dass es geht nicht um Spiel. Es geht darum, ein Kampf gegen zwei Mächte. Ein Kampf gegen die Gemeinde, die Bestimmung der Gemeinde. Ein Kampf gegen deine Ehe, deine Familie. Aber die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die erste Wahrheit ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam, um uns zu erretten von der Gefangenschaft der Sünde und der Tod. Das ist die allererste Wahrheit, die du begreifen soll und annehmen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für mich am Kreuz gestorben, damit, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben bekomme. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist meine Identität. Wer bin ich in Gott? Wer ist Gott für mich? Was ist meine Bestimmung? Bevor du geboren wurdest, du hast gelebt. Amen. Der Mensch ist Geist und der Geist stirbt nie. Und der Geist, den du hast, stammt aus Gott. Aber dein Leben wurde pervertiert durch die Samen der Sünde in dir. Deswegen, du siehst Menschen, die werden geboren, irgendwann gehen dich in Okkultismus, in Buddhismus, in Islam, in protestantische Bewegung, weil die suchen nach Antwort, nach Gott. Aber Gott kam zu uns durch Jesus Christus, um uns die Antwort zu geben. Amen. Und wir haben letzte Woche viel über Altäre geredet. Und es gibt die noch mehr davon wissen. Es gibt die Lehre bei YouTube über die Altäre. Heute mache ich ein bisschen tief hinein. Denn wir haben so viel über Altäre gehört, aber wir suchen noch nach Schlüsseln. Wie wir die Altäre zerstören, wie wir frei von der Stimme der Altäre werden, wie wir frei von den Konsequenzen dieser Altäre-Anbetung freikommen. Und wir haben heute Matthäus 7, Vers 7 gelesen. Bietet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch empfangen. Denn jeder, der bietet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird er aufgetan. Bietet, suchet und klopfen. Das sind die drei wichtigen Schritte in dein Gebetleben. Besonders wenn es um deine Bestimmung geht. Wenn es um dein Leben, deine Zukunft geht. Wir sind ständig nach der Suche. Amen. Deswegen sagt Gott, ich bin ein Gott, der sich versteckt. Und ich lasse mich finden bei denen, die mich suchen. Aber ich möchte etwas klarer machen. Wir sind nicht die Erste, die Gott gesucht haben. Gott hat als Erste uns gesucht. In der Welt, in der Freimaurerei,
in der Rosenkreuz, in der Okkultismus, in der Satanismus, die Leute in der Buddhismus, in der Islam, in der Zeuge Jehova, in der Mormon, in der Baha'i-Glaube, in der Maikari, in der Reika, in der Mondbewegung, Menschen suchen nach Gott. Okay? Und die Suche nach Gott führt zu Esoterik. Die Suche nach Gott führt zu Horoskop. Die Suche nach Gott führt zu Satanismus. Die Suche nach Gott führt zu Islam. Die Suche nach Gott führt zu böse Bewegung. Die Menschen suchen nach Gott. Deswegen gibt Gesetzlichkeit in alle diese Religionen, diese esoterische, satanische Bewegung. Es ist Gesetzlichkeit. Es gibt Strenge. Und du wirst merken, oft Leute, die in der Gemeinde gesetzlich sind, haben böse Geist in sich. Amen. Gesetzlichkeit. Wir werden irgendwann noch zur Gesetzlichkeit kommen. Die suchen nach Gott. Und wo landen sie? Im Mist. Okay? Katholizismus. Die suchen nach Gott. Wo landen sie? Im Mist. Und heutzutage, Katholizismus ist mit tieferer Hexerei verbunden. Warum? Was ruft man im Katholizismus? Wenn du Maria anbetest, Maria ist schon tot. Maria wartet auf die Rückkehr Jesus Christus. Die ist im Grab. Genauso wie Petrus, genauso wie Johannes, genauso wie Paulus. Die sind alle im Grab. Welche Maria ruft man im Katholizismus? Es ist die Himmelkönigin. In der Zeit von Paulus, Leute haben die Himmelkönigin angebetet, die Diana. Diana war die Himmelkönigin. Ihr müsst aufpassen mit einem Vornamen wie Diana, wie Lili, wie Lila, wie Sonja. Ihr müsst euch oft lossagen von diesen Vornamen. Diese Vornamen haben oft mit Marinengeistern, mit Wassergeistern. Diana, Lili, Lilith, Semiramis, auch Nina zum Beispiel, muss man sich lossagen. Nicht die Namen verändern, sondern lossagen. Denn die Sirenen haben diesen Namen. Okay? Die Sirenengeister haben diesen Namen. Lilith zum Beispiel. Lilith ist ein sehr böser Geist. Lilith ist ein Fischgeist, ein Marinengeist. Lilith zum Beispiel. Na? Lilith, Semiramis, ich habe Frauen gehört, die heißt Semiramis zum Beispiel. Die hat Isis, Iris. Iris? Ihr wagt eure Kinder solche Namen zu geben? Ihr wundert euch, dass die so sind, wie die sind? Iris. Zeus, Zeus zum Beispiel. Es gibt Leute, die heißt Zeus. Leute geben solche Namen an ihre Kinder. Ich habe vor kurzem gehört, jemand hat sein Kind Covid. Der andere, der zweite, der hat Zwilling. Der andere heißt Covid, der andere heißt Corona. Inder, die haben solche Namen gegeben. Und die werden sich wundern, dass das Kind ständig unter Covid leidet, Leben lang. Namen haben Deutungen. Deswegen, bevor man den Namen gibt, man überlegt, was bedeutet dieser Name? Wenn du deinem Kind den Namen Schmerz gibst, er wird Schmerzen sein Leben lang bekommen. Denn Namen sind geistig, haben auch geistige Bedeutungen. Amen. Namen haben geistige Bedeutungen. Und Leute gehen in Katholizismus, in diese Werke. Wenn du Maria anbetest, dieser Status, was du zu Hause hast, jedes Mal, wo ein Mensch etwas, ein Gegenstand legt und sich beugt, es kommt ein Dämon in diesen Gegenstein. Ich nehme ein Beispiel. Wir nehmen einen Stein, wir legen hier und sagen, es ist ein Gott oder es ist der Kontakt zu Gott. Ab dem Moment, wo wir diesen Stein gelegt haben, um uns und diese vor dem Stein stehen, ein Dämon kommt auf diesen Stein und besetzt uns und kontrolliert uns, verführt uns, manipuliert uns. Okay? Da diskutiert Satan nicht. Ihr habt gesucht, er kommt. Wenn ihr diese Engelchen nehmt und in eure Auto und sagt, es ist mein Schutzengel, sein Dämon. Es wird dich schockieren. Du wirst denken, er übertreibt. Aber die Welt der Finsternis übertreibt auch. Wenn du diese Rosenkranz nimmst, Rosenkranz ist ein Kontaktpunkt zu der übernatürlichen Welt, aber nicht von Gott. Eucharistie ist ein Kontaktpunkt zu der übernatürlichen Welt, nicht von Gott. Wenn Katholiken wollen, wir können im Wort Gottes gehen und wir werden
Ihr werdet mir beweisen, wo großes Kreuz in der Bibel ist. Ich benutze nichts, was außerhalb der Bibel ist. Amen. Ich tue alles. Er sagt, wer an mir glaubt, wird dieselbe Dinge tun, die ich getan habe. Hat Jesus Rosenkreuz empfohlen? Nein. Empfohlen? Nein. Hat Jesus gesagt, ihr müsst Salz überall im Haus? Man kann aus Offenbarung Salz nehmen und werfen. Aus Offenbarung. Einmal. Was in der Bibel einmalig getan wurde, dürfen wir nicht das als Lehre nehmen. Okay, der Prophet hat ein Tälersalz und hat das Wasser gereinigt. Das hat eine geistliche Bedeutung. Diese Weihrauch, was man in der Gemeinde macht, wir dürfen da nicht damit zu tun haben. Aschermittwoch, es ist der Tag des Todes, wo man Tote gedenkt, wenn man an Tote gedenkt. Wie kann ich an Tote gedenken? Wenn du nur in deine Träume dein Opa oder dein Vater, der kommt, er redet zu dir. Du bist in Kontakt mit Dämonen. Denn dein Vater oder Oma oder Mutter, der gestorben ist, die Bibel sagt, es ist gegeben. Hebräer 9, ich denke 27. Es ist gegeben, einmal zu sterben, danach kommt das Gericht. Das bedeutet, wenn jemand heute stirbt, er darf nicht mal in meine Träume erscheinen. Wenn in meinen Träumen erscheint, ich schicke Feuer über ihn. Es ist nicht mein Vater. Mein Vater liegt irgendwo im Grab. Der kommt und redet mit mir, ist ein Dämon. Und viele Leute im Katholizismus haben diese Erscheinungen in ihren Träumen. Und viele Leute im Exoterik oder im Bösen, sie haben Erscheinungen von Menschen, die schon tot sind. Das darf nicht passieren. Du musst dich von der Tote trennen, von der toten Geister trennen, proklamiert, es gibt nichts zwischen Licht und Finsternis. Amen. Amen. Alles, was mit Engel, zum Beispiel Raphael, Engel Uriel, gib Raphael in der Bibel. Gib Uriel in der Bibel. Das ist bei der katholischen Bibel. Die beten Uriel. Aber Uriel ist ein Fürst der Dunkelheit. Ja? In Apokryphe, ja. Uriel, Raphael. Sogar Michael darf ich nicht anrufen. Sogar Gabriel darf ich nicht anrufen. Nein, ich darf es nicht. Ich bete Gott und Gott schickt seinen Engel. Wir können beten, Herr, sende deinen Engel im Namen Jesus Christus. Er kann sagen, nee, ich sende keinen Engel, ich komme selbst. Okay? Er ist frei zu tun, was er will. Er ist souverän. Aber ich darf nicht sagen, ho, Engel, den komm und hilf mir. Engel, den, nein. Wenn du einen Engel rufst, es kommen oft Dämonen. Es kommen oft Dämonen. Und Leute müssen belehrt. Alles, was du zu Hause hast, an Büchern des Katholizismus, an Gegenständen des Katholizismus, an Sachen der Freimaurerei, der Okkultismus, du musst dich davon lossagen und verbrennen. Der Feind braucht immer solche Gegenstände und immer Kontakt zu dir zu haben. Amen. Wenn du irgendwann zum Handlesen, zum Kartenlesen gewesen war, um deine Zukunft zu sagen, du hast deine Zukunft verkauft. Jedes Mal, wo ein Mensch zu Wahrsage geht, zu Karte lese, zu Okkultismus geht, um seine Zukunft zu wissen, Satan sagt dir deine Zukunft, aber er besiegt deine Zukunft. Und er kann sogar alle Mitglieder dein Leben töten, die du deine Zukunft gesehen hast. Weil ihr müsst dir denken, Satan gibt dir von einer Hand eine Dinge, er nimmt tausend Dinge in dein Leben. Immer, immer. Deswegen, Gott sagte immer, nimm nicht teil an die bösen Werke der Finsternis. Und er sagte Israel, wenn ihr in dieses Land kommt, bitte, tritt nicht in Kontakt mit ihren Göttern. Bete die nicht an. Verschwägt euch nicht mit ihren Töchtern und Söhnen. Entfernt euch von ihren Altären. Warum? Gott wusste, jedes Mal, wenn Israel versucht, irgendwann mit denen zu tun haben, die werden Israel im Böse verführt. Was hat Israel gemacht? Hat Israel alles ausgerottet? Nein. Was haben die zu Israel geführt? Altäre gebaut, Höhe gebaut und so weiter. Und das ist, was heutzutage in Pfingstbewegung sich bewegt.
Der Pfingstler wollte mehr, wie sagt man das, Erlebnisse haben. Was haben die Pfingstler gemacht? Die haben die Bibel, ein paar Verse genommen, was ihnen gefällt. Und die Pfingstler haben die Bibel irgendwo in Schublade gelegt. Und was hört man jetzt in Pfingstbewegung? Ich war im Geist. Ich habe das gesehen. Ich bin im Geist. Gott hat mich gestern im Geist in Frankfurt gebracht. Ich musste das machen. Nächsten Tag, Gott hat mich in München gebracht. Ich habe das gemacht. Und dann, nächste Predigt, Gott hat mich im Geist das gezeigt. Ich habe die Stimme Gottes gehört. Ist wunderbar. Ich liebe auch im Geist transportiert zu werden. Ich liebe auch im Geist Sache zu sehen. Aber wenn die neugeborenen Christen in der Gemeinde nur, ich habe gesehen, ich habe gehört, ich habe gesehen, ich habe gehört, die werden keine Fundamente haben. Das ist die Pfingstbewegung jetzt in Europa, in Deutschland. Das ist die Pfingstbewegung. In Nigeria, du kommst in eine Gemeinde, bevor du sagst, Gott hat mir gesagt, man sagt, was sagt dir Gott in der Bibel? In Nigeria, du kommst in Gemeinde, du möchtest sagen, ich habe ein Bild. Die sagen, ein Bild. Ein Bild. Bild von der Bibel oder Bild von Bild von Bild? Es gibt Leute in der Gemeinde, in Nigeria oder in Kongo, du kommst, du sitzt. Ob du Bilder hast, Träume hast, es kümmert keinen. Du musst Leute das Wort bringen und sagen, hier steht geschrieben erstmal. Man sieht in Europa Leute, kaum sind die bekehrt, ich habe ein Bild, ich habe eine Vision, ich habe ein Bild. Wenn du ihnen sagst, was ist neu geboren zu sein, die wissen das nicht. Wo steht, dass Gott die Welt geliebt hat? Die wissen das nicht. Die haben nur Bilder. Gott hat mir gesagt, ich sehe, ich habe. Und das ist die Pfingstgemeinde in Europa. Leute haben kein Fundament im Wort. Wenn du 2 Stunden predigst, Leute sagen, zwei Stunden predigt kann es sein. Paulus hat ganze Nacht gepredigt. Und Leute hatten Hunger und saßen da, haben gehört. Aber gegen Gemeinde sagt, Samstag kommt, wir predigen 4 Stunden. Keiner wird kommen. Leute, meine Garten, mein Ackerfeld, mein neues Auto, mein BMW steht draußen und so weiter. Ich muss in Urlaub. Urlaub ist Kirchendienst in Europa geworden. Jeder Urlaub, Pfingsturlaub, Sommerurlaub, Winterurlaub, ich muss in Ski, ich muss das machen, Weihnachtsurlaub, die Familie kommt. Ich habe meine Familie seit 2018 nicht gesehen, bin ich gestorben. Ich muss auch zu meiner Familie kommen. Ja, wenn ich die Gemeinde schließe, ich gehe zu meiner Familie. Und dann Pfingste, ich gehe zu meiner Familie, ich gehe zum Pfingsturlaub. Und dann Sommerurlaub, und dann Winterurlaub, und dann Weihnachtsurlaub, und dann Essenurlaub, und dann Todesurlaub und so weiter. Gott schaut die Gemeinde. Ich höre sogar, Gemeinde machen zu im Sommer. Jeder geht in Sommerpause. Der Himmel hat Sommerpause. N'importe quoi. Echt. Wir müssen uns schämen manchmal. Urlaub ist gut, das tut der Körper gut. Aber es soll kein Muss sein. Ich muss in Urlaub. Während du in Urlaub gehst, es gibt Leute, die sind am Sterben in der Gemeinde. Während du in Urlaub, Sommer, man kann Urlaub, ich mache auch gerne Urlaub. Aber ich muss nicht Winterurlaub haben, Skiurlaub, Afrikaner Ski. Skiurlaub, dann kommt noch dieser Urlaub, dann kommt noch dieser Urlaub. Ich muss Elektrorolle-Urlaub machen, ich muss Skiurlaub machen, ich muss Autourlaub machen. Nein, stopp es mal, sag her, was willst du von mir? Das ist meine erste Frage, was willst du von mir? Es gibt Urlaub, wo Gott dich nach Moldawien schickt, um dort zu predigen auf der Straße. Er sagt, es ist ein Urlaub. Es gibt Urlaub, wo Gott sagt, pack deine Sache, geh nach Kongo oder nach Uganda und kümmere dich um Witwe dort. Wenn dein Urlaub auf dich selbst gerichtet ist, das ist kein Urlaub. Jedes Mal, wo ich in Urlaub meine Kinder, ich schaue, welche Gemeinde braucht Hilfe, wo ich gehe. Das ist mein Ziel immer. Welche Gemeinde braucht Urlaub, braucht mich, wo ich gehe. Ich verbringe Zeit mit den Kindern,
Wir gehen am Strand, wir gehen spazieren, wir gehen Go-Kart und bringe ich die Kinder zu Hause, gehe in der Gemeinde dort. Ein bisschen auch von mir, von meinem Urlaub zu geben, wo Leute das nicht haben, was Gott mir gegeben hat. Ich habe gesagt, okay, mein Leben gehört dir. Überall, wo ich gehe. Jedes Mal, wo ich beruflich unterwegs war, mein Beruf war immer mit Dienst verbunden. Ich habe gearbeitet 8 Stunden. Ich habe eine Gemeinde, Herr, steig meine Gemeinde, bin in eine Gemeinde gegangen. 3, 4 Menschen wurden komplett befreit. Jedes Mal. Ich bin 100 Mal geflogen, weltweit. Und jedes Mal war ich in einer Gemeinde. Mein Beruf mit der Gemeinde. Das nennt man Hingabe. Das nennt man geopferte Menschen. Denn Dienste sind geopferte Menschen. Aber wenn du immer deinen Urlaub im Vordergrund, um deinen Spaß zu haben, du bist fleischlicher Christ. Du musst mal Urlaub organisieren, wo du irgendwo nach Kenia gehst, in ein Dorf, wo kein Elektrizität gibt, wo kein Funk gibt, wo du dort nur mit Christen bist, Abend, ihr zündet Holz und das ist euer Licht. Und dann betet ihr, habt Spaß, tanzt ihr, spielt ihr Musik, dann warst du in Urlaub. Ja, ich möchte ein bisschen Europäer fordern, bitte. Ja, es ist gut auch, sich Spaß zu machen. Ja, ich sag ja. Aber manchmal lässt du deinen Palast und geh irgendwo, wo Leute keinen Palast haben. Du identifizierst dich mit diesen Leuten. Das sind meine Brüder. Ich habe Gottesdienst in Nepal gemacht, wo Regen auf uns gefallen. Ich bin hier gegangen, habe meine Kollegen gesagt, bitte, jeder gibt mir 10 Euro, 50 Euro und so. Wir haben 1500 Euro gesammelt. Ich hab die Gemeinde geschickt, baut ihr Dächer über den Kopf. Ich habe mich geschämt, dass ich hier wohl habe, tolle, überall, wo wir Gemeinde haben. Ach, es fehlt uns neue Fernseher in Gemeinde, es fehlt uns das. Wir sind immer am Kaufen, aber dort hatten die nicht. Ich habe gesagt, nein, ich habe Geld gesammelt, 1800 Euro. Ich habe dort geschickt, die haben die Gemeinde gebaut. Das ist Urlaub, liebe Leute. Versteht ihr? Das ist Urlaub. Ich liebe gerne tolle Auto, tolle Haus, tolle Dings. Aber ich möchte auch tolle dienen. Ich möchte auch während meiner Urlaub, Schatz, wir gehen Urlaub. Aber schau mal im Internet, wo ist eine Gemeinde, wo wir was dort geben können? Wo wir dort auch mit singen können? Vielleicht nur deine Gegenwart in der Gemeinde bringt die Salbung in der Gemeinde. Weißt du das? Ja. Deine Gegenwart in dem Raum bringt die Salbung in der Gemeinde. Wenn du die solche Einstellung hast, du wirst immer gesegnet. Du wirst immer durchbrechen. Du hast diese Gesinnung der Himmel. Es sind Gesinnungen der Himmel. Auch wenn du 4 Urlaub im Jahr machst, aber diese Urlaub, binde deinen Urlaub mit dem Reich Gottes. Du wirst viel erleben. Du wirst mehr Lust haben. Du wirst von Urlaub kommen, du wirst nicht depressiv sein. Viele Leute kommen aus dem Urlaub, die sind depressiv. Aber du wirst daraus kommen mit so guten himmlischen Souveniren. Mit so wunderbaren Dingen. Du wirst Menschen begegnen, die werden dir viel beibringen. Ihre Demut. Ich erinnere mich in Nepal, der Opfer, jeder hat Reis gemacht, Spinatblätter, alles. Und am Ende hat der Pastor und Geld. Und der wenig hat, hat ein bisschen genommen. Der kein Öl hat, hat Öl genommen. Der Reis gebracht hat und brauchte Spinat, hat Spinat genommen von ihren Ackerfällen. Jeder hat was genommen nach Hause. Das hat mich gefreut. Wir haben Gottesdienst auf dem Boden gemacht. So 50, 80 Leute. Aber Power. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Solche Leute kennen sehr selten Depressionen. Die haben kaum Depressionen. Warum? Die Freude am Herrn ist ihre Stärke. Die haben keine Sorge, meine Reife kosten 1000 Euro, 2000 Euro. Die haben keine Sorge, Benzinöl. Die haben keine Sorge, ich muss mein Dach erneuern. Diese Sorge haben die nicht. Wir sind eine Gesellschaft, je mehr ich habe, desto mehr möchte ich haben. Ist gut zu haben, Gott segne auch. Aber halt nicht fest an was du hast. Halt fest an dem Herrn. Halt fest an dem Reich Gottes. So wirst du gesegnet werden. Wir wollen beten. Warum beten wir? Was ist das Ziel mit Beten? In Befreiung und mit der Altäre, was wir die letzten Tage reden. Um Durchbruch zu erleben, wahre Durchbruch, beten, suchen,
und klopfen. Drei wichtige Dinge. Beten, beten, suchen und klopfen. Ich bete um Erkenntnis. Ich brauche Erkenntnis. Amen. Es gibt bestimmte Schritte in dein Leben, die du nicht machen kannst, solange du keine Erkenntnis hast. Ich habe euch von einer Frau erzählt, die in der Kindheit in einen satanischen Altar eingeweiht wurde. Ich habe eine Familie erlebt von der Kindheit. Der Opa vergewaltigt, hat Sex mit allen Frauen. Die waren drei, alle Frauen. Und alle haben sich bekehrt, aber die waren lesbisch orientiert. Es war eine Same. Alle waren bekehrt. Die drei haben mir gesagt, wir haben Hexerei. Die sagen, in unserer Familie, Hexerei wird durch Inzest weitergegeben. Die haben selbst diese Erkenntnis gehabt. Und ich erinnere mich, damals war ein Hauskreis hier in Frankreich. Und als wir mit der Befreiung der zwei Schwestern angefangen haben, der Vater kam zu dem Hauskreis. Er wurde Mitglied. Und ich habe die Brüder, die waren schon 70, 75, gewarnt. Der Vater ist nicht gekommen, um Gemeinschaft zu haben. Er ist gekommen, zu stoppen die Arbeit, die wir gestartet haben. Und wenn ihr nicht aufpasst, er wird eure Hauskreis, war 20, 25, komplett spalten. Und das hat er getan. Hat getan, als ob er Mitglied sein wollte. Hat mitgemacht. Er war sehr, sehr, sehr dienstbereit. Er hat alles getan, aber er hatte einen Blick zu zerstören. Es war Isabel. Es war Hexerei. Zu zerstören. Lass nicht zu, dass jemand deine Befreiung blockiert. Lass nicht zu, dass jemand deine Entwicklung blockiert. Vermeidet falsche Bindungen. Vermeidet falsche Bindungen. Denn in der Gemeinde könnten falsche Bindungen entstehen. Du bist gerade in der Befreiungsprozess. Jemand kommt, verbindet sich mit dir und blockiert deine Befreiung. Du weißt, du merkst das nicht. Es ist etwas Geistliches. Es ist etwas Übernatürliches. Aber die Bindung ist da. Versteht ihr, was ich meine? Jemand kommt in der Gemeinde und vielleicht sehr geistlich oder weniger geistlich, aber hat falsche Gesinnung. Ist noch voll. Und diese Fühle in ihnen, diese falsche Fühle, kann sich schnell verbinden und zu vermeiden. Ich sage nicht, dass du Angst haben über Brüder und Schwestern. Ich sage nur so, dass man beten soll, dass keine falsche Verbindung entstehen. Sehr wichtig. Sogar zwischen zwei Brüder, Schwestern, die gut meinen, die den Herr dienen möchten, die gut unterwegs, aber im Befreiungsprozess, es könnte sich Sache verbinden oder dass man nicht merkt. Deswegen, ihr seht während der Befreiung manchmal, die Antenne gehen hoch, die Finger bewegen sich oft oder die Haare können so, das haben wir schon erlebt, dass die Haare gerade stehen. Und wir beten, die Haare gehen wieder runter. Warum? Weil bestimmte Geister, wenn man die rausschmeißt, die suchen nach Kontakt in der Gemeinde. Wo kann ich mich hier verbinden, um Hilfe zu haben? Die sehen, oh, der Bruder hat dieselbe Bewegung und Geister. Puff, Verbindung. Und während wir beten, der Bruder betet das Gegenteil. Ihr wisst nicht. Deswegen oft während der Befreiung von jemand, der fühlt, kann in Zunge beten, aber andere müssen proklamieren. Nicht, dass man verbietet, dass Leute in Zunge beten, damit man Klarheit hat. Okay? Weil wenn viele in Zunge beten, es ist manchmal schwer zu unterscheiden, wer betet gerade was. Du musst wirklich starke gehört haben, um zu erkennen, der bringt gerade Flüche. Der betet gerade falsch. Besonders, wenn wir uns nicht kennen, wenn fremde Leute in der Gemeinde kommen und beten in Zunge, und wir kennen ihre Leben nicht, wir kennen ihre Bewegung nicht, es könnte schnell in der Richtung falsche Zunge reden. Deswegen, wenn ihr Befreiung macht in der Gemeinde, ich bin nicht da oder da, ihr seid ein Beten für jemanden, sagt, alle müssen in normale Sprache, verständige Sprache. Aber irgendwann kannst du vielleicht sagen, wir beten alle in Zunge. Ja. Okay, im Namen Jesu, wir beten alle in Zunge, ist okay. Aber während der Befreiung
Immer achten, dass derjenige, der befreit wird, nicht in Zunge betet und dass alle anderen nur in normale verständige Sprache. Wir wollen alles verstehen, was Leute sagen, während wir am Beten sind. Sehr, sehr wichtig. Besonders wenn die Gemeinde wächst, Leute kommen, wir kennen ihre Identität nicht, wir wissen nicht, wer die sind. Wir müssen nicht, dass die Brüder bösen oder nein, wir wollen auch vorsichtig, damit alle befreit werden. Sonst können wir umsonst gebeten haben. Das haben wir einmal erlebt. Wir beten, eine Frau war da, die betete in Zunge. Paff, der Herr öffnet die Ohren. Die waren am Fluchen. Das haben wir. Und manchmal kannst du sagen, Herr, wenn du merkst, dieses Gebet, was diese Frau gerade, die müssen das auf Deutsch sagen oder Französisch. Plötzlich hörst du, ihr seid alle verflucht, ihr werdet nicht mehr und so weiter. Weil der Geist Gottes, wenn du sagst, Vater, ich habe keine Ruhe in dieser Zunge. Lass diese Zunge in verständiger Sprache sein. Paff. Auch manchmal betet so für jemanden, die Person fängt an, sehr stark in Zunge zu beten. Es kann sein, dass es eine Durchbruch im Geist, aber es kann auch sein, dass die Person, die gerade befreit ist, dass die dabei ist, ihre eigene Befreiung zu blockieren oder dass ein böser Geist anfängt, in Zunge zu beten. Wenn du den Eindruck hast, diese Zungengebet ist nicht gut, stopp das. Und wenn du stoppst, du wirst merken, die Person wird versuchen, weiter in Zunge zu beten. Es ist Sturheit, der Geist. Aber wenn es jemand, der normal in Zunge betet, er wird stoppen. Aber oft der Geist widersetzt sich und versucht, weiter in Zunge zu beten. Du stoppst im Namen und du sagst, jede Zungensprache, die aus dieser Zunge kommt, die falsch ist, soll Feuer in der Zunge sein. Du wirst merken, die Person wird stoppen, weil Feuer entsteht. Alles, was du in Befreiung deklariert, du sollst glauben, dass es passiert. Deswegen, Befreiung ist ein Bereich, wo du schnell dein Glaube ausübst. Wenn du mit guter Gesinnung in Befreiung teilst, weil es gibt Leute, die machen Befreiung, um zu zeigen, dass die Kraft hat, dass die Macht hat. Befreiung hat sehr viel mit Demut zu tun. Derjenige, der für andere betet, muss sehr, sehr viel Demut mitbringen. Bete nicht für Leute, damit man dich schaut, damit man sagt, du bist so stark. Wow, er hat Autorität, er ist mächtig im Geist. Die Dämonen werden dich schnell attackieren, die werden dich zerstören. Wenn du siehst, jemand, der betet mit Hochmut, mit Stolz, damit man ihn sieht, damit man ihn anerkennt, er wird schnell in Depression fallen, er wird schnell in Psychiatrie fallen. Denn Dämonen greifen oft durch psychiatrische Bewegung. Deswegen pass auf, wenn du für Leute betest, immer in Demut. Immer in Demut. Wenn du merkst, ich bin zu stolz, sag, nee, ich bleibe lieber, ich unterstütze, aber ich bleibe nicht im Vordergrund. Denn Befreiung hat nicht mit Überheblichkeit, nicht mit Stolz, nicht mit Hochmütiger zu tun. Nein, wenn du merkst, du hast diese Werke, zieh lieber, lass andere, die Demut haben, im Vordergrund sein. Oder wenn du merkst, ja, ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit. Bevor du mit Befreiung mitstartest, geh irgendwo in die Ecke und sag, Herr, ich lege den Stolz, ich lege den Hochmut, ich lege alles in deine Hände. Herr, wasch mich, reinig mich und dann kommst du, bete für die Leute. Amen. Sehr, sehr wichtig. Wir sind in Befreiung. Ich muss euch alles erzählen, alles sagen. Es nimmt zwar Zeit, aber es wird uns helfen, vorwärts zu kommen. Amen. Warum rede ich über solche Sachen, dass Leute, es gibt sogar Leute, die kommen während der Befreiung, die nehmen Dämonen. Die saugen diese Dämonen, um mehr Kraft zu haben. Das haben wir jemand mal gefragt, die hat, nein, ich nehme das, um mehr Kraft zu haben. Wir haben ihn rausgeschmissen. Du kannst nicht in der Befreiung kommen und alles Mist, was Leute herausbringen, auf dich nehmen. Das wollen wir nicht. Wir haben heute gesagt, Daniel hat gebetet, dass Gott ihm Träume gibt. Dass Gott ihm nach Gesicht gibt. Dass Gott ihm Offenbarung gibt. Es soll auch unsere Bitte diesen Tag, heute und morgen sein. Gott, gib mir Offenbarung, nach Gesicht, Träume über die Situation meiner Schwester oder Bruder, über meine eigene Situation oder mein Leben, meine Familie. Gib mir Offenbarung. Alles, was verborgen ist, alles, was versteckt ist, alles, was gemacht wurde und ich nicht davon weiß. Es gibt Länder, wo, wenn jemand als Zwilling geboren ist, es wird Rituale gemacht über die Zwillinge. Habt ihr das schon erlebt? Geht mal im Internet, schlägt mal
Zwillinge-Rituale. In Afrika wird so viel Rituale über Zwillinge gemacht. Sehr viel. Wenn jemand als Zwilling, man denkt, Zwillinge haben übernatürliche Kräfte. Besonders in Kamerun, es gibt einen Stamm, Zwillinge sind wie Götze. Und Satan hat so gemacht, dass Zwillinge haben so viele Visionen über natürliche Träume. Und in diesem Stamm, wenn ein Zwilling dir was sagt, es passiert. Weil sie vergötter Zwillinge. Sogar Zwillinge werden wie Vater oder Mütter genannt. Und Zwillinge sind so respektiert. Wenn man sagt, der ist Zwilling, wow, in diesem Stamm, ist einer der größten Stamm in Kamerun. Zwillinge sind so geehrt. Und das ist dämonisch. Das ist dämonisch. Und es gibt andere Stämme, wo Frauen Macht haben. So viel Macht. Die sind wie Männer. Das ist dämonisch. Eine Frau darf nie Macht über ihren Mann ausüben. Wenn du in ein Haus kommst, wo eine Frau Macht ausübt über den Mann, das ist dämonisch. Dämonen sind da aktiv. Wenn du in ein Haus kommst, wo Frauen alles unter Kontrolle haben, alle beugen sich. Meine Mutter, wenn die geredet hat, mein Vater ist runtergegangen. Mein Vater, das ist dämonisch. Ein Haus, wo der Vater die Mutter schlägt, das ist dämonisch. Da sind Geister aktiv. Das ist geistaktiv. Wo Gewalt über die Mutter, über den Vater, wo die Kinder unter Gewalt, unter Angst leben, das ist dämonische Aktivität. Ein Haus, wo alle Kinder plötzlich sich falsch bewegen. Diese Kind Droge, diese Kind Verbrechen, diese Kind Vergewaltigung, diese Kind, das sind Dämonen in dem Haus aktiv. Das sind Dämonen. Das sind einfach sichtbare Zeichen, die uns Erkenntnis geben, dass in diesem Haus sind Dämonen aktiv. Altäre sind da. Jetzt brauchen wir Erkenntnis. Gemäß Matthäus 7, wir bieten um Erkenntnis. Wir beten. Warum sind Leute immer krank in der Familie? Warum ist der Erstgeborene immer ein Fehlgeburt bevor eine Schwangerschaft? Warum ist immer Depression in der Familie? Sucht nach Erkenntnis. Betet, es wird euch gegeben. Betet, es wird euch gegeben. Amen. 1. Thessaloniker 5, ja. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen können. Seid nicht in Finsternis. Ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nüchtern sein. Wachen, suchen, beten, flehen. Herr, gib mir 1. Thessaloniker 5, Vers 4. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Wir wollen nüchtern sein. Angetan mit der Brustpanzer der Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Der Hoffnung muss immer bestehen. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herr Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es gut tut, wie ihr es auch tut. Beten ist auch wichtig, aber beten in der Wille Gottes. Amen. Beten ist sehr wichtig. Deswegen sagt Jakobus in Jakobus 4, Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Wenn ich bete, ich habe den Bruder mit einem neuen Auto gesehen, ich möchte auch das. Warum er? Ich nicht. Herr, gib mir auch so ein besseres Auto. Das ist Neid. Ich werde nie von Gott was empfangen. Warum ist die Schwester so begabt? Die prophezeit und ich nicht. Herr, gib mir auch mehr prophetische Gabe wie meine Schwester. Das ist Neid. Das ist Hexerei. Ich muss mich freuen, dass meine Schwester prophezeit, dass sie begabt ist in der Gemeinde, weil diese Begabung gehört ihr nicht. Es gehört uns als Gemeinde. Aber Neid, weil der Bruder oder Schwester immer vorne ist. Du bist neidig. Und wenn ein Bruder oder Schwester vorne ist und du denkst, ich könnte besser predigen,
Das ist Hexerei. Das ist Hexerei. Tut mir leid, es ist böse. Wenn jemand vorne ist und du denkst, ja, ich könnte besser, ich kann besser predigen. Er hat keine Ahnung. Das ist Hexerei. Du musst dich freuen, auch wenn der Bruder, Schwester Fehler macht, der Herr danken und preisen, einfach empfangen. Das sind die Gesinnungen der Kinder Gottes. Jetzt streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bietet. Ihr bietet und bekommt es nicht, weil ihr in böse Absichten bietet, um es in eure Lüste zu vergeuden. Lukas 21, 36, Vers 36. Darum wagt jede Zeit und bietet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Bietet hat mit guten Gesinnungen zu tun. Aber wisst ihr, liebe Schwester und Bruder, wenn wir bieten, es ist sehr wichtig, den Wille Gottes für unser Leben zu erkennen. Wenn ich nicht den Wille Gottes weiß, ich werde falsch beten. Deswegen, wie kann man den Wille Gottes wissen? Wie kannst du den Wille Gottes für dein Leben wissen? Wie? Durch das Wort Gottes. Alles, was Gott für uns will, steht hier geschrieben. Alles, was Gott will, steht hier geschrieben. Ich gebe euch vielleicht 3, 4 Beispiele. 3. Mose 26, Vers 3. Wenn ihr nun in meine Satzung wandelt und meine Gebot befolgen und sie tut, so will ich euch Regen geben. Denn Wille Gottes ist, dass wir Regen haben. Zu seiner Zeit. Regen zu seiner Zeit. Nicht zu meiner Zeit, sondern zu der festgelegten Zeit Gottes werde ich Regen empfangen. Das ist der Wille Gottes, dass ich Regen bekomme, aber zu seiner Zeit. Und das Land soll seinen Ertrag geben. Und die Bäume auf den Feldern sollen ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit wird bei euch reichen bis zu Weinlesen. Und so weiter. Vers 6. Denn ich will Frieden geben im Land. Das bedeutet den Wille Gottes, dass unser Land Frieden hat. Dass unsere Familie Frieden hat. Dass unser Leben Frieden. Das ist der vollkommene Wille Gottes. Ich muss das wissen. Wenn ich keine Frieden habe, ich soll zu Gott beten. Herr, du hast gesagt, in das Land, wo ich wohne, das bedeutet in mein Leben, soll Frieden herrschen. Herr, gib mir den Frieden. Das ist der Wille Gottes. Ihr könnt das bis Vers 13 lesen. Dann 3. Mose 23, Vers 25. Und ihr sollt dem Herrn, eure Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Denn Wille Gottes ist, dass mein Brot und mein Wasser gesegnet wird. Halleluja. Brot und Wasser wird immer bei mir zu Hause geben. Das ist der Wille Gottes. Das bedeutet, wenn ich merke, ich habe keinen Job, um Wasser und Brot zu Hause zu haben, ich muss mich an diese Wort stützen. Herr, du hast es gesagt, bitte. Du hast gesagt, das Brot und Wasser wird immer gesegnet bei mir geben. Herr, gib mir Brot und Wasser. Okay? Und dann weiter. Es soll keine fehlgebärende oder unfruchtbare in dein Land sein. In der Gemeinde soll kein fehlgebärende geben. Soll kein unfruchtbare geben. Du hast es gesagt, Herr. Und wir proklamieren, dass in dieser Gemeinde kein fehlgebärende geben wird, keine unfruchtbare Frau geben wird. Das ist das Wort Gottes. Und wir beten, wir stützen uns auf dieses Wort. Wir beten, wir beten, wir beten. Herr, gib mehr Kinder. Herr, gib mehr Kinder. Herr, gib Ehe, dass Leute heiraten und dass wir mehr Kinder. Denn du hast gesagt, wir sollen uns vermehren. Das ist der vollkommene Wille Gottes. Wenn du das nicht kennst, du bist verheiratet. 5 Jahre, 10 Jahre kein Kinder. Was kommt Satan? Ja, Gott hat dich aufgegeben. Gott, du hast dich versündigt. Ja, Gott mag dich nicht. Ja, der Satan bringt dir Gedanken. Und dann sagst du, ja, ich habe keine Kinder. Was soll's? Ich muss nicht Kinder haben. Ja, Gott hat mich unfruchtbar gemacht. Ja, ich bin verflucht. Und so weiter. Du das Wort
Gottes nicht kennt, den Wille Gottes für dein Leben nicht weiß. Deswegen beten wir falsch. Wenn ich es feststelle, es gibt keine Kinder, dann wie soll ich beten? Sehr wichtig. Dann kommen wir zu der nächsten Step. Suchen. Suchen um Erkenntnis. Suchen, warum, weshalb, wieso. Erstmal bieten und suchen. Ich biete durch Gebete, ich suche durch das Wort. Und während ich am Suchen bin, ich trete ihm. Es steht geschrieben, es soll keine Fehlgebärende oder Unfruchtbare. Dann kommt ja die Frage, warum, wieso, weshalb. Wo sind die Türen zu? Und wenn ich am Beten bin, Gott zeigt die Tür, die zu sind. Gott zeigt Altäre. Was für Altäre? Die Oma war eine Hure. Viel abgetrieben, abgetrieben, abgetrieben. Dadurch ist die ganze Linie, die Gebäre blockiert. Weil die Oma hat alle Kinder geopfert, was in der Familie kommen könnte. Blockiert. Oder die Mutter hat ihren Mann geklaut. Und die Frau hat gesagt, ihr geht, ihr werdet unfruchtbar sein. Ihr werdet kein Kind haben. Eure Kinder werden kein Kind haben. Und so weiter. Was macht man? Man geht zu künstlicher Fortpflanzung. Es passiert, das Kind kommt gelähmt. Flüche sind da. Du suchst Wege, um Kinder zu haben. Es wird blockiert. Warum? Du bist Christ, dein Mann ist Christ, aber keine Erkenntnis. Betet um Erkenntnis. Ihr habt Erkenntnis, stützt auf dem Wort und sucht nach Antwort und Tür. Gott zeigt die Tür. Kock, kock, kock. Klopfen. Pforte, öffne euch. Zeig mir, was da hinten steckt. Versteht ihr? So kommst du schnell zu deiner Freiheit. Betet, suchet, klopf. Was steht hinter dieser Tür? Was dazu führt, dass jedes Mal, wo ein Mann mich heiratet, er verschwindet. Es gab eine junge Dame, die hatten, man nennt das auf Französisch, Masque de Vieillesse. Jedes Mal, wo ein Mann kam, er sah eine alte Dame. Die war um die 25, 26. Es gab so viele junge Männer in der Gemeinde, aber Leute haben immer gedacht, die ist sehr alt. Warum? Die Frau war in Berlin, die kam bei uns zum Besuch. Ich ging, die hat sich beschwert bei meiner Frau, in der Gemeinde, wo die ist. Jeder Mann, der kommt, um sie zu heiraten, sah eine alte Dame. Ich habe sie im Bahnhof geholt. Damals, die war am Telefon mit meiner Frau. Ich komme im Zimmer, ich sage, eine Sirene, die vorbeigeht. Sag, Schatz, mit wem bist du am Telefon? Eine alte Freundin. Als ich reinkam, ich sah eine Sirene. Sagt diese Freundin, die soll den nächsten Zug kommen, hier nach Mannheim. Meine Frau sagt, die hat kein Penny auf dem Konto. Ich sage, sag mir ihren Namen. Ich habe sofort ein Ticket gekauft, Bahnticket, für sie und ihren Sohn. Die ist gekommen, ich bin nach Mannheim gegangen, habe sie geholt. Ich habe sie sofort in der Gemeinde gebracht. Es war Zeit, so Freitag, wo die Fürbitte in der Gemeinde war. Und die ist reingekommen, vor der Tür hat sie so geblockt. Plötzlich. Die Tür, die Hände so an der Tür, die wollte nicht rein. Ich bin hintergegangen, habe sie geschoben bis in der Mitte der Gemeinde. Die war wie ein trockener Baum. Ne? Plötzlich so gerade, ich habe sie geschoben. Es war so leicht, sie zu schieben, weil die war so gerade, es war Laminat auf dem Boden. Ich könnte die schieben, bis nach oben, bis nach vorne. Boden gefallen, dann ich höre laut,
Was erlaubt euch, in diesen Körper zu kommen, um mich zu stören? Was denkt ihr euch? Ich sage, wer bist du? Ich bin ihre Oma. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ihre Oma? Ja, ich bin ihre Oma. Und die gehört mir. Die ist meine Erbin. Ihr dürft mich nicht hier rausschmeißen. Alle Fürbitter sind erstmal zurück. Haben mir die Frage, wie kann eine Oma in ihrer Enkeltochter sein? Ich sage, ja, willkommen in der übernatürlichen Welt. Wir haben gebetet. Die Frau hat geschrien. Es war in Mannheim irgendwo. Es war in ein Gebäude, wo Firmen war. Leute sind rausgekommen, haben geklopft. Was ist da los? Die haben so laut geschrien. Die Oma. Wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und die Oma ist raus. Ich sag euch, die Frau kehrt nach Berlin. Alle Männer in der Gemeinde rennen hinter ihr, obwohl sie heiraten. Fast alle ledige Männer. Und die Frau war sehr hübsch. Ne? Eine sehr, sehr, sehr schöne Frau. Alle Männer plötzlich wollen sie heiraten. Alle Männer. Und die kommen in der Gemeinde, erzählen ihren Pastor. Der Pastor sagt, alles ist fake, ihr braucht das nicht. Alle Arbeit, was ihr hier gemacht habt, kaputt gemacht. Die Pastoren, wisst ihr, Gemeinde, wo man Leute verbindet, man hat sie mit einem Falschen verbunden. Und der Mann hat beinahe ihr Leben ruiniert. Können wir aufstehen in der Gegenwart Gottes? Betet, such und klopf ein. Gott soll dir Offenbarung geben über dein Leben, über deine Zukunft, damit du deine Befreiung vollkommen erlebst. Amen. Wenn etwas blockiert, such nicht die Antwort unbedingt direkt bei der Pastor. Sag, Herr, zeig mir durch Visionen, durch Träume. Erst wenn du Visionen, Träume, Offenbarung hast, komm, lass uns zusammen. Es tut mir leid, ich möchte die Seelsorge auch 2, 3 Brüder oder Schwestern dabei haben, damit die lernen. Weil ich werde nicht immer allein die Seelsorgegespräche machen. Und die online sind, es könnte sein, dass ich die Nummer einem Bruder oder Schwester erstmal gebe, damit er begleite eine Zeit lang und dann übernehme ich. Weil ich merke, die Anrufe werden immer mehr und mehr und mehr. Es ist sehr wichtig, dass ich Gespräche gemeinsam mit Brüdern mache oder Schwestern, damit die auch lernen, damit die auch übernehmen. Weil ich merke, heute habe ich mindestens 5 Gespräche gehabt und die Gespräche sind nicht kurz. Sie sind manchmal 30 Minuten und Seelsorgegespräche, auch wenn es jetzt 10 Minuten ist, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Amen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich manchmal auch andere übergebe, weil ich merke, viele wollen immer der Pastor, nein, ich werde nicht immer da sein. Es gibt Geschwister, die auch sehr, sehr begabt. Man muss sie vertrauen, man muss auch wenn die Fehler machen, aber die müssen lernen und durchkommen. Sehr wichtig. Ich möchte auch, wir haben Seelsorge-Lehre hier gehabt, wir haben viel gehört über Geister, über das Wort, über das Reich Gottes, über die Gemeinde. Viele haben viel gehört. Es ist die Zeit auch, dass jeder ein bisschen in der Praxis geht. Amen. Deswegen, je mehr Leute sich melden, wir werden so uns organisieren, dass ich einfach die Gespräche weiterleite. Wundert euch nicht, wenn eure Telefon klingelt. Ich bin der Bruder Markus aus Hamburg. Das kommt von Parfait. Amen. Und dann, ihr macht Seelsorge und gebt mir Feedback. Und dann reden wir gemeinsam über das Thema. Was habt ihr geredet? Was hat er gesagt? Wie habt ihr die Sache geleitet oder führt? Was ist der nächste Schritt, damit viele Seelsorgegespräche hier geführt werden? Ich möchte nicht, dass wir Seelsorge machen, wie wir immer gehört haben. Wir machen Seelsorge anhand des Wort Gottes. Sehr, sehr wichtig.
sehr, sehr wichtig anhand des Wort Gottes. Amen. Immer auf das Wort Gottes stützen. Ja, gib schnell Fragen. Oder wenn du online bist, schreib auch deine Frage, gib Fragen. Ja. Ehre sei den Herrn. Ehre sei den Herrn. Aber trotzdem, selbst auf die Gedanke zu kommen, abzutreiben, das Kind erlebt schon erstens Ablehnung und Mordgeist, toter Geist. Na? Weil die Sünde ist schon in Gedanke, in der Gesinnung. Und das Kind spürt das geistig. Gedenk daran, als Maria Martha gegrüßt hat, das Kind hat den Geist gespürt, das Kind hat die Stimme gehört, das Kind hat sich bewegt. Man denkt oft, es sind nur Kinder, aber das Kind ist Geist. Amen. Wenn die Gedanken kommen, Abtreibung, das Kind spürt das, erlebt das, er fühlt sich abgelehnt und der Geist des Todes kommt in dem Kind. Deswegen, während das Kind wächst, er wird viel mit Ablehnung zu tun haben, zu kämpfen haben. Er wird viel mit Todesgeist zu tun haben, weil es schon in der Gebär proklamiert wurde. Wenn du hier bist, du hast dasselbe erlebt, wo dein Vater während der Schwangerschaft gewalttätig war. Oder man hat deine Mutter beschimpft, angebrüllt, missgehandelt während der Gefangenschaft. Du bist schon unter dem Geist der Ablehnung, unter die Atmosphäre der Ablehnung und der Geist des Todes. Deswegen, du musst erstmal die Eltern vergeben, den Vater vergeben, laut vergeben. Der Vater muss auch, wenn er lebt, an den Sohn um Vergebung beten, an die Tochter um Vergebung beten. Sehr wichtig. Wenn du einen christlichen Vater hast, du hast eine Schwangerschaft nicht gewollt, du musst die Frau um Vergebung beten, das Kind auch, der auch 40 Jahre oder wie viel alt, um Vergebung beten. Sehr wichtig. Dadurch brichst du die geistliche Abkommen, was gemacht wurde. Weil du als Autorität, du hast den Feind gesagt, ich gebe dir dieses Kind, ich will ihn nicht. Amen. Ich gebe dir dieses Kind. Leute werden sagen, wir übertreiben, aber wir sind in der geistlichen, es sind geistliche Regeln. Abtreibung bringt den Geist des Todes in der Familie, bringt Depression in der Familie, bringt Geist des Selbstmord in der Familie. Amen. Sehr, sehr wichtig. Ich rede über mir. Ich habe euch meine Zeugnis gegeben, dass mein Vater mich nicht wollte. Meine Mutter war ungefähr 15 Jahre alt oder 16, als ich schwanger war. Der Vater meines Vaters und mein Vater haben entschieden, haben meine Mutter gerufen, du musst abtreiben. Die haben ihr das gegeben zu trinken. Die hat das unter das Bett geworfen, als sie weg waren. Und so bin ich geboren. Sonst wäre ich nicht am Leben. Gott hat alles geplant. Deswegen, Gott hat gewollt, dass du lebst, denn Gott hat etwas vor mit dir. Aber du sollst deinen Vater vergeben, deine Mutter vergeben. Du sollst dich lossagen, sozusagen, ich sage mich los von dem Geist des Todes, von dem Geist der Abtreibung. Und ich proklamiere selbst, ich werde Kinder haben, ich werde heiraten und Kinder haben. Weil dadurch ist der ganze Prozess deiner Heirat, deine Schwangerschaft in der Ehe komplett blockiert. Du musst das brechen, wir müssen das brechen. Durch die nächsten Tage werden wir in Gebet, Proklamation gehen. Ich denke, morgen, wenn wir noch über Suchen reden und dann übermorgen über Klopfen, aber Donnerstag, Freitag, Samstag,
stürmende Gebet. Amen. Wir werden jede einzelne wird für sich selbst beten, laut beten, proklamieren. Fäng an, die Liste zu machen von allen Erkenntnissen, die dir Gott während der Suchen, der Beten, der Suchen, der Klopfen, alle Erkenntnisse, die kommen, schreib das in Zettel. Komm hier am Donnerstag, wenn du auch eine Stunde, zwei Stunden von hier kommst. Wir wollen gewaltige Gebet. Wir gehen langsam am Ende unserer Fastenzeit. Wir wollen gewaltige Gebet. Donnerstag, Freitag, Samstag, sogar Sonntag, gewaltiges Gebet, Proklamation, Abtrennung, unseren Namen löschen von jeder Altäre im Namen Jesus Christus. Wenn dein Dienst unter der Kontrolle des Feindes, wenn deine Gesundheit unter der Kontrolle des Feindes, Gott kann während dieser Zeit ein Wunder in dein Leben machen. Amen. Gott wird, er wird das mal. Ich glaube, dass Gott jemand aus dem Sterbebett rausholen wird. Ich glaube, dass Gott jemand aus dem Krankenbett rausholen wird. Ich glaube, dass Gott jemand die Muskel steilhaft heilen wird. Ich glaube, während ich am Reden bin, vielleicht ist es am Passieren gerade. Ich bin fest überzeugt, dass Gott jemand aus der Depression rausholen wird. Ich bin überzeugt, dass Gott jemand aus der Gefangenschaft der Hexerei rausholen wird. Ich bin überzeugt, unser Gott ist der Gott der Wunder. Wir dienen kein neuer Gott, sondern wir dienen der Gott, der für immer. Er ist der Gott, der war, der ist und der kommt. Er ist der Mächtige. Vielleicht hast du in Religion einen anderen Gott gesehen. Vielleicht warst du Jahre in Gemeinde. Du hast mich vergessen, dass dieser Gott Wunder, Zeichen, dass das unmöglich möglich macht, dass der herrliche Gott ist. Ich sag dir, dieser Gott ist noch aktiv. Dieser Gott bewegt sich noch in der Gemeinde. Dieser Gott wird dich berühren, dich heilen, dich befreien. Und mein Gebet heute ist, dass du diese Nacht Träume, Visionen, Offenbarung über dein Leben hast. Denn in dem Buch von Ezekiel 16, er sagt, Jerusalem, hier ist deine Herkunft. Warum redet er über Herkunft? Weil die Herkunft Jerusalem ist sehr wichtig. Ich lese das, dann beten wir schnell. Ezekiel 16. Schnell, schnell, schnell. Halleluja. Wir haben die Zeit überschritten. Ja? Halleluja. Ehre sei denn, Herr. Ezekiel 16. Ich habe danach die Franzose. Halleluja. Ezekiel 16. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, haltet Jerusalem ihre Graul vor. Haltet Jerusalem ihre Graul vor. Und sage, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land Kanaan, aus dem Land der Kanaaniter. Nach Herkunft und Geburt stammst du. Wenn es nicht wichtig wäre, Herkunft, Geburt, hätte Gott das nicht an Jerusalem erwähnt. Und gedenk daran, alles was in dem Alten Testament ist, war Sichtbares. Aber in dem Neuen Testament, in der Evangelium, alles ist unsichtbare Dienste, geistliche Dienste. Das bedeutet, wenn Jerusalem ihre Herkunft sichtbar war, über natürliche Herkunft oder natürliche Herkunft, unsere Herkunft ist in der Unsichtbare. In unserer DNA, kennt ihr DNA? Und unsere DNA ist viele geschrieben. In unserer Blutlinie sind viele Abkommen, versteckte, verborgene Abkommen. Deswegen, wir sollen jedes Abkommen erkennen, was Gott uns zeigen wird, und unseren Namen aus dem Abkommen löschen, uns davon lösen und die Altäre zertrümmern, zertrampeln, zerstören, niederreißen und ein neues Leben von Segen, von Durchbruch, von Erfolg, Halleluja, von Möglichkeiten proklamiere, pflanzen und bauen im Namen Jesus Christus, damit wir beständige Ehe, beständige Familie, beständige Kinder, dass unsere Glaube nicht immer schwankt, hin und her. Wenn du seit Jahren immer schwankende Glaube, schwankende christliche Leben, du stehst unter Besetzung von bösen Geistern. Denn der Geist Gottes wird nie einen Christen bringen, zu schwanken in seinem Glaube. Na, diese Schwanken. Mal glaubst du, mal glaubst du nicht. Mal kennst du deine Identität, mal weißt du nicht, ob du wirklich errettet bist. Das sind die Lüge des Feindes. Du musst diese Geister sagen, du, ihr Geist der Schwankungen, ihr Geist der Wankungen, ihr Geist, verlass mein Leben, geh raus, ich will euch nicht mehr haben. Ich möchte ein beständiges Leben durch den Heiligen Geist im Namen Jesus Christus. Amen. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin.
Dann geht ihr im 5. Mose 7, um zu sehen, wer waren die Hethiterin, die Amoriter, die Gigasiter, die Jebusiter, die Pheresiter. Die waren böse Völker, wo Gott Israel gesagt hat, ihr dürft keinen Kontakt mit dem haben. Ihr dürft ihre Frauen nicht heiraten und so weiter. Und ich sage euch, die Gigasiter, die Amoriter sind heutzutage Geister. Die sind in der Mitte der Gemeinde. Wir sollen die erkennen. Die sind in der Mitte unserer Familie. Wir sollen die erkennen und rausschmeißen. Amen. Geister, nicht Menschen, rausschmeißen. Deswegen, wir wollen beten, dass heute Nacht, in der kommenden Nächte, dass wir träumen. Ich bete, dass wo deine Träume, leg deine Hand hier, im Namen Jesus Christus. Vater, wo die Träume blockiert sind, die Visionen blockiert sind, wo der Träume, Halleluja, klaue, am Arbeiten ist in meinem Bruder, in seinem Bewusstsein, meine Schwester, Bewusstsein, Unterbewusstsein, Vater. Wo in der Nächte, wo Satan seine Aktivität aktiviert, um uns zu blockieren, damit wir nicht sehen, damit wir nicht hören, damit wir nicht fühlen. Vater, ich komme dagegen durch das Blut des Lammes im Namen Jesus Christus. Ich zerstöre die Blockade in der Träume, zerstöre die Blockade in der Vision, zerstöre die Blockade in der Offenbarung. Im Namen Jesus Christus, ich gebiete den Geist, der deine Träume, der deine Visionen, der deine Nachtgesicht blockiert. Ich gebiete ihn, dich zu verlassen. Im Namen Jesus Christus, ich breche jede geheime Gelübde. Ich breche jede Geheimnisse in deiner Familie. Im Namen Jesus Christus, ich breche die. Ich gebiete den Geist, der die Geheimnisse blockiert, bewahrt, dein Leben zu verlassen, deine Gedanken zu verlassen, dein Körper, deine Seele und Geist zu verlassen. Im Namen Jesus Christus, pack eure Werke, pack eure Samen, pack eure Werke, pack eure Samen, pack eure Werke, pack eure Samen, pack eure Werke. Verlasse den Körper, verlasse die Seele. Geh raus, 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 geh raus. Im Namen Jesus Christus. Lass los, du Träume, du der, der die Träume blockiert, du der die Visionen blockiert, pack deine Werke, pack eure Werke, pack eure Werke, pack eure Werke, lass los jetzt im Namen Jesus Christus, lass los jetzt im Namen Jesus Christus, ab heute, ich proklamiere, dass die Träume offen sind, dass die Visionen offen sind, dass die Offenbarungen, dass Erkenntnis stattfindet, geh raus, 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 lass los jetzt, lass los, lass los, lass los, pack eure Werke, Korea, ba, 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 me canto riba, kariashe, me canto raba ba 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 ba, me canto soto reba katoche. I canto. Komm raus, lass los, lass los, lass los. Geh, 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 geh. Nimm deine Werke, nimm deine Werke, nimm deine Werke im Namen Jesus Christus. Nimm deine Werke. Jede Abkommen, was dazu führt, dass Geheimnisse behalten werden, dass das Geheimnisse der Familie behalten werden. Wir brechen diese Abkommen. Wir zerstören diese Abkommen. Im Namen Jesus Christus. Jeder Kontrollegeist über deine Träume, über deine Visionen, jeder Kontrollegeist verlässt dein Leben, verlässt deine Seele, verlässt deinen Körper, verlässt deinen Geist. Pack deine Werke. Pack eure Werke. Pack eure Werke. Fahre raus. Fahre raus. Fahre raus. Im Namen Jesus, ihr packt eure Werke. Im Namen Jesus, ihr packt eure Samen. Im Namen Jesus, ihr geht raus jetzt. Aus dem Mund raus, 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 aus dem Mund raus. Durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus. Im Namen Jesus, das Feuer verbrennt, die Tür bewache. Das Feuer zerstöre, die Tür bewache, du Tür bewache. Wache, Geist des Todes, Menschengeister, verlasse diese Körper, damit die Träume stattfinden, damit Offenbarung stattfindet. Menschengeist, Todegeist, geh raus, aus der Rücken, komm raus, aus der Wirbelsäule, komm raus, aus den Nerven, komm raus, aus den Gedanken, komm raus. Nimm deine Werke, nimm deine Werke jetzt, nimm deine Werke jetzt. Verlasse den Körper, verlasse die Seele, Emotionen, Emotionen, lass die Emotionen los, lass die Gefühle los, lass die Gedanken los. Wir brechen deine Kette, wir zerstören die Kette rum um die Träume, wir brechen die im Namen Jesus. Masoto reba kata, ikato reba baba ba, ikato, ich gebe dir bis drei, ich gebe dir bis drei, bis drei, du wirst ausfahren, du wirst ausfahren. Eins, zwei, drei, raus im Namen Jesus, komm raus jetzt. Komm raus jetzt. Komm raus jetzt.
Komm raus jetzt. Dieser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind erkauft durch das Blut des Lammes. Es steht geschrieben, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Du darfst das Leben meines Bruders oder meiner Schwester nicht blockieren. Pack deine Werke und geh. Pack deine Samen und geh. Pack deine Werke und geh. Jetzt, jetzt, jetzt. Dein Widerstand ist zerstört. Dein Widerstand ist im Blut des Lammes. Dein Widerstand ist zerstört. Dein Widerstand ist im Blut des Lammes. Dein Widerstand ist zerstört. Jeder Widerstand ist vernichtet. Jeder Widerstand ist zerstört. Geh und komm nie wieder. 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 Im Namen Jesus Christus. Vater, wir proklamieren, dass Visionen, Träume, Offenbarungen stattfinden in dem Leben meines Bruders und meiner Schwester. Erkenntnis durch Beten. Erkenntnis komme. Erkenntnis komme. Ich sage dir, du wirst Erkenntnis haben. Im Namen Jesus Christus. Derjenige, der widersteht, muss zerbrechen werden, zerbrochen werden. Derjenige, der widersteht, im Namen Jesus Christus, Korea ba 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 Sotore ba Kaya ba ba. Komm raus! Komm raus! Im Namen Jesu, lass die Seele los. Lass der Geist los. Lass der Geist los, im Namen Jesu, die Tür ist offen. Komm raus! Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Im Namen Jesus, jedes Abkommen ist gebrochen. Jede Abkommen gegen Träume, Visionen, Offenbarung. Die Geheimnisse der Familie sind gebrochen. Die Geheimnisse der Familie sind zerstört. Die Geheimnisse sind zerstört. Durch das Blut des Lammes. Ja, fahre raus. Fahre raus. Im Namen Jesus. Die Geheimnisse sind zerstört. Die Geheimnisse der Familie sind zerstört. Jede Abkommen, was die Träume, die Visionen blockiert. Jede Angriffe in Träumen und Visionen sind zerstört. Im Namen Jesus Christus. Satan, du hast keine Anrechte mehr. Im Namen Jesus, wir proklamieren Sieg. Wir proklamieren Sieg. Wir proklamieren Sieg. Wir proklamieren Sieg. Durch das Blut Jesus. 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 Wir zerstören, Vater. Jede Abkommen. Pack eure Werke jetzt. Pack eure Werke jetzt. Jetzt, du darfst nicht mehr da bleiben. Komm raus. Komm raus, komm raus, du Menschengeist, geh, 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 lass los, lass los, lass los, lass los, lass los, der Bund ist gebrochen, der Bund ist gebrochen, der Bund ist gebrochen, der Bund ist gebrochen, ma da 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 Jeder Werke, jeder Bund, die Scheidung ist proklamiert im Namen Jesus Christus, mit jeder Familiengeist, mit dieser Stande im Namen Jesus Christus ist jeder Bund gebrochen, ist jeder Bund gebrochen, jede Kontrolle über deine Bestimmung in dein Leben. Komm raus! Lass los jetzt, lass los jetzt, du hast nichts mehr zu suchen. Komm raus, komm raus, komm raus, pack deine Werke, geh, 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 deine Kontrolle, deine Astralwanderung ist zerstört. Du darfst nicht mehr in ihre Leben, du darfst nicht mehr in ihre Zukunft, du darfst nicht mehr in ihre Haus, an ihre Bestimmung. Wir zerstören jede Werke, wir brechen die Kette, wir brechen die Bindung, wir brechen, komm raus jetzt, im Namen Jesus Christus. Jede falsche Bindung ist gebrochen, jeder falsche Kontakt ist gebrochen, jede Kontrolle ist gebrochen, jede Manipulation ist gebrochen, im Namen Jesus Christus. Die Werke der Hexerei sind zerstört, die Hexeangriffe sind zerstört, die Hexeangriffe sind zerstört, die Hexeangriffe sind zerstört. Komm raus jetzt aus dem Mund, pack deine Werke jetzt, pack deine Werke jetzt, pack deine Werke, lass los und geh. Geh, geh, geh. Abtrennung im Namen Jesus Christus. Die Altäre sind zerrissen. Ihr Name ist gelöscht aus der Altäre. Ihre Zukunft ist gelöscht. Ihre Zukunft, ihre Ehe ist gelöscht. Ihr Haus ist gelöscht. Ihre Hausadresse ist gelöscht aus deinem Altar, aus der Altäre der Familie. Nimm eure Werke im Namen Jesus. Alle Worte, was vom Vater, vom Mutter proklamiert wurde in dein Leben, sind zerstört. Im Namen Jesus Christus. Die Werke des Satanismus sind zerstört. Hexerei ist zerstört. Durch das Blut Jesus, ihr fängt an auszufahren.
auszufahren, auszufahren, auszufahren. Durch das tut Jesus, durch das tut Jesus. Vater, bricht dir der Widerstand. Bricht dir der Widerstand, bricht dir der Widerstand, bricht dir der Widerstand. Im Namen Jesus, die Krankheiten, die Blockade, die Hindernisse kommen raus. Im Namen Jesus Christus, da steht geschrieben, jeder Baum, was mein Vater nicht gepflanzt hat, ist ausgerissen. Wir reißen die Bäume der Ungerechtigkeit. Wir reißen die Bäume der Esoterik, der Hexerei in der Familie. Wir zerreißen, wir zerstören, wir zertrümmern, wir treten dagegen. Denn es steht geschrieben, die Same der Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Wir treten gegen die Schlange. Wir treten gegen die Schlange. Wir treten gegen die Schlange. Im Namen Jesus Christus, fahre raus jetzt. Fahre raus jetzt. Im Namen Jesus. Danke, Vater. Komm raus. Jesus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger. Wenn Jesus Christus am Kreuz Golgotha gesiegt hat, im 3, auf 3, ihr werdet hochkommen und ausfahren. Wenn Jesus Christus am Kreuz gesiegt hat, es steht geschrieben, es wurde ihm der Name verliehen, der über alle Namen steht. Und in diesem Namen soll jeder Knie sich beugen, jede Zunge soll bekennen, dass er der Herr ist. 1, 2, 3, raus jetzt mit euch. Lasst los und geh. Ich breche jede Abkommen. Ich breche jede Gelübde. Ich breche jede Abkommen. Ich breche jede Gelübde. Zerstöre, vernichte eure Werke. Vernichte eure Werke. Schlägt die in Feuer. In Feuer. In Feuer, 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 komm raus jetzt. Durch das Feuer des Heiligen Geist, pack deine Werke, pack eure Werke, pack eure Werke, pack eure Werke, pack eure Werke. Durch das Feuer des Heiligen Geist. Lass los und geh. Lass los und geh. Lass los und geh. Komm raus jetzt. Verlass diesen Körper. Der Körper ist im Feuer. Der Körper ist im Blut des Lammes. Wir tauchen ihre Leben im Blut Jesus. Wir tauchen ihre Seele im Blut Jesus. Wir tauchen ihre Geist im Blut Jesus. Jede falsche Verbindung mit einer Schwester. Jede falsche Verbindung ist gebrochen mit dieser Schwester. Jede falsche Verbindung mit jedem Familienmitglied ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Durch das Blut Jesus. Ist gebrochen. Durch das Blut Jesus. Jede Altäre, jede Abkommen ist zerstört. Familienabkommen sind zerstört. Im Namen Jesus Christus, packt eure Werke, packt eure Samen durch das Feuer, verlasst den Körper, verlasst die Seele und den Geist. Vater, komm raus, im Namen Jesus. Denn der Sohn Gottes ist erschienen, um die Werke Satan zu zerstören. Meine Schwester gehört Jesus, ihr Leben gehört Jesus. Nichts ist verborgen in diesem Körper. Ihr seid im Bereich der Hals, komm raus, ihr könnt nicht mehr widerstehen. Komm raus im Namen Jesus Christus. Komm raus im Namen Jesus Christus. Lass los jetzt. Lass los. Danke, Vater. Danke für das Blut des Lammes. Danke für das Blut Jesus. 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 Ich komm aus der Finger raus. Komm aus der Finger raus. Komm raus, raus. Raus aus der Finger im Namen Jesus. Komm raus aus der Finger im Namen Jesus Christus. Komm raus im Namen Jesus. Lass los. Das Tür des Halt ist offen. Komm raus. Komm raus. Namen Jesu. Danke, Vater. Durch das Feuer. Durch das Feuer. Jeder Menschengeist, der diese Körper besessen hat, ihr dürft nicht diese Boden in Besatzung nehmen, denn der Altar Gottes ist in diese Körper gebaut. Dieser Körper, dieser Boden gehört Jesus. Eure Abkommen sind gelöscht. Eure Abkommen sind zerstört. Das Opfer der Altar ist zerstört. Der Familienopfer ist zerstört. Der Familienopfer ist in Flamme. Der Familienopfer ist in Flamme. Der Familienopfer ist in Flamme. Die Familienopfer ist in Flamme. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Mashatara bakori ba. Die Familienaltäre sind zerstört. Die Familienaltäre sind in Feuer. Im Namen Jesus Christus. Die Priester der Altar sind im Feuer. Alles ist 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 im Feuer. 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 Packt eure Werke und verlasse sie und verlasse ihn im Namen Jesus Christus.
Jede Abkommen mit dem Vater ist gebrochen. Jeder Bund mit dem Vater ist gebrochen. Jeder Bund mit der Tante ist gebrochen. Im Namen Jesus Christus. Vater, wir danken dir für die Erkenntnis. Wir danken dir für die Werke Satan, die gebrochen, die zerstört sind. Vater, im Namen Jesus Christus. Wir trocknen diese Hände, diese Finger unter der Blut des Lammes im Namen Jesus. Unter der Blut des Lammes im Namen Jesus. Unter der Blut des Lammes im Namen Jesus. Fahre raus im Namen Jesus. Lass los und geh. Lass los und geh. Okay. Wir trennen dich von Tod im Namen Jesus Christus. Wir trennen dich von Tod im Namen Jesus. Wir trennen dich von Tod im Namen Jesus. Abtrennung mit ihm, Abtrennung von ihm im Namen Jesus. Jetzt, wenn du hier in diesem Körper die Kontrolle hast, wir brechen deine Kontrolle. Wir zerstören deine Kontrolle. Du darfst sie nicht mehr in Kontrolle, unter Kontrolle haben. Denn Jesus Christus hat die Kontrolle über ihr Leben. Komm raus! Komm raus jetzt! Komm raus jetzt! Lass los jetzt und geh! Lass los jetzt und geh! Lass sie los im Namen Jesus Christus. Wir treten gegen deine Werke durch das Blut Jesus. Wir treten gegen deine Werke im Namen Jesus. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Lass los im Namen Jesus Christus. Lass los. Korea, ba, 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 ba. 1, 2, 3. Komm raus jetzt. Komm raus jetzt im Namen Jesus. Lass los. Lass los. 1, 2, 3. Jesus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger. Jeder Widerstand ist gebrochen. Jeder Widerstand ist gebrochen. Jeder Widerstand ist gebrochen. Jeder Widerstand ist gebrochen. Gut, pack deine Werke. Ohne Schmerzen, ohne Hindernisse, ohne Blockade. Geh! 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 Es steht geschrieben, der Herr sagt zu meinem Herrn, sieh auf den Thron, bis ich alle deine Feinde zu der Schimmel deiner Füße lege. Ihr geht unter der Schimmelfüße Jesus Christus. Ihr verlasst diesen Körper, denn es ist der Tempel der Heilige Geist. Jesus hat sie erkauft von dem alten Leben. Jesus hat sie erkauft durch sein Blut. Die gehört Jesus, die gehört dir nicht, die gehört der Vater nicht, die Onkel nicht, die Tante nicht. Im Namen Jesus Christus, nimm eure Werke, nimm eure Samen und geh raus. Geh raus, 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 raus. Ja, danke, Vater. Danke für den Sieg, danke für den Sieg, danke für den Sieg, danke für den Sieg. Durch das Blut des Lammes, ich sehe den Sieg, ich sehe den Sieg, ich sehe den Sieg kommen. Jede Voodoo-Altar in der Familie ist gebrochen. Der Voodoo-Altar, den du geerbt hast, im Namen Jesus, der Voodoo-Altar ist zerstört. Leg in Brand, leg in Feuer. Der Voodoo-Altar der Opa, der Voodoo-Altar der Oma ist in Brand, 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 ist in Brand. Durch Feuer, dein Stab ist in Feuer, deine Werke sind in Feuer, deine Werke sind in Feuer. Lass los jetzt und geh, lass los jetzt und geh, lass los jetzt und geh. Diese Bindung durch der Blutlinie ist gebrochen, die Bindung durch der Blutlinie ist gebrochen, ist zerstört, ist vernichtet durch das Blut, 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 im Namen Jesus Christus. Tief einatmen, ausatmen, 1, 2, 3. Wie Luft, ihr kommt alle raus. Wie Luft, ihr kommt raus. Raus aus der Seele, raus aus den Emotionen, raus aus den Gefühlen. Raus jetzt aus dem Mund, komm alle raus. Komm alle raus. Der Ehebund ist gebrochen mit Jod. Der Ehebund ist gebrochen. Der Ehebund ist gebrochen im Namen Jesus. Der Ehebund ist gebrochen im Namen Jesus Christus. Danke, Vater. Danke, Vater. Horia baba 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 shetere bebe bebe. Horia baba 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 shetere bebe bebe. Lass sie los. Lass sie los, geh, 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 geh. Du gehst. Nein, du gehst. Du gehst jetzt. Du gehst jetzt. Ich gebe dir bis 3. Du verlässt sie jetzt. 1, 2, 3. Raus jetzt. Raus jetzt aus ihrem Mund. Komm raus. Du darfst ihr Leben nicht mehr verkörpern. Du hast ihre Identität geklaut. Komm raus jetzt. Das ist ein Menschengeist der Hexerei. Komm raus. Lass los. Die Tür des Heils ist offen. Komm raus.
Geh beiseite, bitte. Komm raus! Lass sie los! Pack deine Verecke jetzt, im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Du Verbrecher, komm raus! Die ist ein Kind Gottes, erkauft durch das Blut des Lammes. Die gehört Jesus Christus allein. Ja, du gehst, du gehst, du gehst. Schau mich in Auge, schau mich in Auge. Du gehst, du gehst. Du hast keinen Anteil mehr an ihrem Körper. Du hast keinen Anteil mehr an ihrer Seele, an ihrem Geist. Wenn du nicht jetzt gehst, du willst sterben im Namen Jesus Christus. Wenn du nicht jetzt gehst, du darfst keinen Menschen in Besetzung nehmen. Ja, kehr zurück in deinen Körper. Kehr zurück in deinen Körper. Kehr zurück in deinen Körper. Jetzt. Kehre zurück in deinen Körper. Kehre zurück in deinen Körper und deine Hexerei wird gestoppt. Es ist vorbei. Ich zerstöre deinen Hexenstab und deine Hexenkraft im Namen Jesus Christus. Ich zerreiße deine Kleider, deine Hexenkleider. Du wirst nicht mehr in der Lage, einen Menschen zu kontrollieren. Lass sie los und geh. Ja, geh, 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 geh. Durch Feuer, durch Feuer, durch Feuer, 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 Feuer. Verlass sie jetzt. Geh, geh, geh. Ja, im Namen Jesus, Vater, danke, 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 danke. Moria, ba, 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 ba. Moria, ba, 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 ba. Moria, wir zerstören deine Schlange, wir zerstören deine Werke, wir zerstören deine Samen. Wir kommen gegen die mit dem Blut des Lammes. Die trinken das Blut Jesus, die trinken das Blut Jesus, die trinken das Blut Jesus. Geh, geh. Du gehst jetzt. Dein Widerstand ist gebrochen. Geh, 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 geh. Geh. Lass sie. Lass sie. Jonas manifestiert sie gerade. Komm raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Ja, komm raus. Komm raus, lass los. Lass los. Jeder Bund ist gebrochen. Jeder Hexerbund mit deiner Seele ist gebrochen. Jeder Hexerbund ist gebrochen. Jeder Hexerkontakt ist gebrochen. Jeder Hexergelübde ist gebrochen. Komm raus. Komm aus ihrem Mund raus. Im Namen Jesus. Ihre Nieren sind im Feuer. Ihr Herz ist im Feuer, 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 komm raus! Ja, du gehst raus hier, im Namen Jesus Christus. Ihr betet für sie bitte, unterstützt mich ein bisschen. Bete für sie, bete für sie. Bete mit Autorität, wirklich mit Autorität. Was manifestiert gerade bei dir? Die ganze Zeit während der Lehre. Mhm. Während der Lehre schon. Ja. Mhm. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Nimm deine Werke. Geh jetzt. Geh jetzt. Geh jetzt! Nimm deine Werke jetzt. Geh, nimm deine Werke. Die Macht der Hexerei ist gebrochen. Die Macht des Satanismus ist gebrochen. Deine Kraft ist gebrochen durch das Blut des Lammes. Wir zerstören den Stab der Böse in dein Leben. Autorität der Böse. Kontrolle ist gebrochen. Jede Werke Satan kommt aus dem Körper deiner Seele. Lass los, lass los, lass los. Geh, 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 geh. Geh, nimm deine Werke, geh, geh jetzt, im Namen Jesus Christus, du bist unter der Blut des Lammes. Du kannst nicht widerstehen, denn Jesus Christus hat den Kopf der Schlange zerbrochen. Jeder Kopf der Schlange wird zerbrochen in deinem Körper. Jeder Schlangenkopf ist zerbrochen, zerbrochen, zerbrochen. Geh, 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 lass los, im Namen Jesus, durch das Blut Jesus, im Namen Jesus, durch das Blut Jesus, im Namen Jesus, 1, 2, 3, komm raus jetzt, raus, geht raus, geht raus. Geh raus, du hast nichts mehr hier zu suchen. Die ist die Eigentum Jesus. Die ist die Eigentum Jesus. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Das Licht leuchtet in ihrem Körper. Das Licht leuchtet in ihrer Seele. Das Licht leuchtet in ihrem Geist. Das Licht, du siehst das Licht Gottes. Auch wenn du die Augen bedeckst, du siehst das Blut des Lammes. Du siehst das Licht Jesus. Du siehst das Licht, wie Paulus das Licht gesehen hat. Wie Paulus das Licht gesehen hat. Paulus hat das Licht gesehen. Paulus hat Jesus gesehen. Du komm raus. Komm raus. Ja, komm raus. Das Licht leuchtet vor dir, vor deinen Augen. Du siehst das Licht. Deine Hände sind Licht. Deine Hände vor den Augen sind Licht. Du siehst das Licht. Du siehst das Licht. Und du komm raus jetzt. Beweg dich raus. Beweg dich raus. Beweg dich raus. Beweg dich raus.
Beweg dich nach Jesus Christus. Mandara bakaria baba 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 shotore baba baba. Ikatori bakato shatoremo. Ikatoria baba 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 baba. Komm raus. Komm raus. Lass los in Namen Jesus Christus. Lass los. Lass los. Lass los. Komm raus. Komm raus. Komm raus. In Namen Jesus Christus. Komm raus. Wir zerreißen jede dunkle Werke Satan. Wir zerreißen jede Kette Satan. Wir zerreißen jede Bindung Satan. Wir zerstören jede Altar der Familie. Wir zerstören jede Altar der Freunde, mit denen du gebunden bist. Wir brechen jeden Bund in deine Seele. Wir zerstören jeden Bund in dein Leben. Gloria, ba 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 ba. Ist vorbei mit deiner Verführung, Manipulation. Ist vorbei mit deiner Werke. Komm raus, Satan. Komm raus. Die wird Gott dienen und nicht Satan. Im Namen Jesus, die Samen Satan, komm raus. Komm raus. Raus, 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 raus. Wir zerstören diese Samen. Wir zerstören die Samen der Hexerei. 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 Im Namen Jesus Christus, komm raus. Bei drei, die werden hochkommen, du wirst alles rauskotzen. Eins, zwei, drei. Jeder Samen der Hexerei, komm raus. Jeder Bund ist gebrochen mit aller Schwester. Falsche Geschwister in der Gemeinde, die Bündnisse sind zerstört. Geschwister der Hexerei, die Bündnisse sind zerstört. Die Bündnisse sind zerstört. Die Gelübde sind zerstört. Die Geheimnisse sind zerstört. Die Werke sind zerstört. Durch das Blut des Lammes, 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 durch das Blut des Lammes. Komm raus! Sei frei, sei frei. Sei frei. Sei frei. Lass los hier, 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 hier. Der Tübe Wache, komm raus. Der Tübe Wache, komm raus. Der Tübe Wache, komm raus. Schau mich in Auge, schau mich in Auge. Schau mich in Auge. Im Namen Jesus Christus, du schau mich in Augen. Das Licht Gottes kommt aus meinen Augen. Deine Hand ist im Feuer vor den Augen. Deine Hand ist ein Feuer, glühende Kohle vor den Augen. Das als Hand. Deine Hand ist ein, deine Hand ist eine glühende Kohle. Komm raus jetzt! Im Namen Jesus, komm raus. Lass los, im Namen Jesus. Geh. Du siehst das Licht jetzt. Du siehst das Licht. Und alle Finsternis verlassen dich, verlassen deine Seele. Jede finsten Verbindungen kommen raus. Jede finsten Verbindungen kommen raus. Jede finsten Verbindungen kommen raus. Die Verbindung der Finsternis in dir sind gebrochen. Mit egal welcher Geschwister im Geist oder in der Haus, in der Familie. Komm raus jetzt! Oria ba 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 ba. Me cantori ba caria chantoremos. Me cantori ba 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 soto. I cantore ba caria chanteremos. Ja, du wirst heute ausfahren. Du musst ausfahren. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Lass sie los. Lass ihre Gebäreier los. Los, lass ihre Gebäreier los, lass ihre Gebäreier los, lass ihre Muttereier los, lass sie 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 los, du Hexengeist, komm raus! Die Eierstöcke sind im Feuer. 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 Du bist im Feuer. Dein Gebär ist im Feuer. Dein Gebär ist im Feuer. Dein Gebär ist im Feuer. Durch das Blut des Lammes im Feuer. Im Feuer. Lass los und geh. Du musst ausfahren. Du musst ausfahren. Du musst ausfahren. Jeder Geist in diesem Raum muss ausfahren. Jede Person, der unter Einfluss ein Geist, der Geist wird diesen manifestieren und aus deinem Körper rauskommen. Die Salbung Gottes ist da, auch online dabei. Jede Person, wenn du gerade etwas online erlebst, schreib bitte. Koria baba 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 baba. Moria baba 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 baba. Du siehst das Licht, du siehst das Licht, du siehst das Licht. Ihr seht das Licht und ihr müsst ausfahren.
Ihr seht das, es ist das Ende der Hexerei in diesem Körper. Es ist das Ende der Werke der Hexerei. Es ist das Ende der Samen der Hexerei. Es ist das Ende der Kontakt mit der Hexerei. Es ist das Ende mit der Kontrolle der Hexerei. Es ist das Ende mit der Verführung im Namen Jesus Christus. Komm raus, du Samen der Hexerei. Komm raus, du Schlange der Hexerei. Lass ihre Leben los, die darf leben. Die wird leben, um Zeugnis abzulegen. Die ist geboren, um Gott zu dienen. Die ist geboren, nicht die Werke Satan zu tun. Die ist geboren, um Gott zu dienen, im Namen Jesus Christus. Lasst los und geh. 1, 2, 3. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Steh mal auf. Danke, Herr. Koria, ba, 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 ba. Satara, ba, 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 ba. Schau mich in die Augen. Maria baba baba baba. Yando reba karia shonto reba karia shete. Ikantoria baba 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 baba. Vater, wir vernichten, wir zerstören. Wir kommen gegen die Werke Satan, diese Körper im Namen Jesus Christus. Fahre raus. Bete, bete, bete. Sei nicht abgelenkt. Bete, bete. Gott ist am Wiegen. Gott kann dich heute von etwas befreien. Mandere baba 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 baba. Schetere Bossa. Was spürst du gerade? Was merkst du? Ja, er muss sich jetzt oben bewegen und nicht mehr runter. 1, 2, 3. Beweg dich oben und komm nie wieder runter. Beweg dich oben. Bewegt euch oben und kommt nie wieder. Ihre Identität ist in Jesus Christus verborgen. Bewegt euch oben und kommt nie mehr. Jetzt. 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 Im Namen Jesus. Ja, geh, 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 geh. Mara, ba, 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 ba. Amen. Kuria ba 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 ba. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus jetzt. Lass los, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Bitte weiter, ich prüfe da. Kuria ba 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 ba. Shetiri baby. Moria ba 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 ba. Schau mich in die Augen, schau mich in die Augen, schau mich tief in die Augen. Vater, Feuer in die Augen, Feuer in diese Person, der ihre Leben kontrolliert. Feuer im Namen Jesus Christus. Komm raus. Lass sie los jetzt. Lass sie los. Wir trennen dich von jeder Familienbündnisse. Jede Familienbündnisse ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Ist gebrochen. Komm aus ihrem Leben jetzt raus. Komm aus ihrem Körper raus. Komm aus ihrem Muskel raus. Komm aus ihrer Seele raus. Komm aus ihrem Geist raus. Komm raus jetzt. Komm raus jetzt. 1, 2, 3, im Namen Jesus. Komm raus. Ja. Geh raus. Deine Altäre sind zerstört. Deine Werke sind zerstört. Dein Macht über ihr Leben ist vorbei, ist vorbei. Im Namen Jesus Christus. Vater, im Namen Jesus. Koria baba 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 shatara baba baba. Vater, ich komme gegen jeden Geist, der das Leben meines Bruders zerstören möchte. Ich gebiete dir jetzt, pack deine Werke und geh. Jede Kontrolle, jede Verführung, jede Manipulation, jeder böse Geist, im Namen Jesus. Böser Geist, komm raus! Lass los jetzt! Lass dein Leben los! Lass deine Zukunft los! Lass deine Bestimmung los! Geh, 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 geh! Nimm eure Werke, verlass ihn! Nimm eure Werke durch das Feuer! 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 Gebiete euch jetzt aus deinem Mund rauszugehen! Komm raus jetzt! Komm raus, 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 raus! Lass los, lass los! Lass los und geh! Lass los und geh! Verlass ihn jetzt! Verlass ihn durch das Blut des Lammes. Wir treten gegen euch im Namen Jesus. Wir treten gegen eure Werke im Namen Jesus. Wir treten gegen eure Pläne im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus, jede Bindung ist gebrochen. Jede Kette ist gebrochen. Jede Blockade ist gebrochen. Jede Familienbündnis. Tritt raus jetzt im Namen Jesus Christus.
Nimm eure Werke und geh. 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 Depression raus. Depression raus. Depression raus. Geist des Todes raus. Geist des Todes raus. Geist des Todes, nimm deine Werke. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Sei erfüllt mit der Friede Gottes, mit der Freude am Herrn. Im Namen Jesus Christus. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Moment, Moment. Ich schau mal. Koria ba 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 shetere bebe. Moria ba 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 shetere bebe. Moria ba 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 shatara ba ba. Me cantori bakari a shetere bos. Mandore bakari a shantara ba ba. Me cantori bakari a shantoro bosa. E cantori bari a shantoro bosa. Me. Es gibt noch viel Verbund. Koria ba ba ba. Fahre raus, 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 fahre raus. Im Namen Jesus Christus, fahre raus. Im Namen Jesus, danke, Vater. 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 Für den Sieg. Für den Sieg. Für den Sieg. Du bist jetzt im Sieg. Eins, ihr bewegt euch von da. Die Nabelschnur mit der Mutter ist gebrochen. Jeder Kontakt mit der Mutter ist gebrochen. Nabelschnur in der Familie ist gebrochen. Jeder Kontakt, Vater, jeder seelische Kontakt ist gebrochen. Im Namen Jesus Christus, jeder seelische Kontakt ist gebrochen. Ihr erlebt Feuer, ihr bewegt euch von unten nach oben und kommt nie wieder. Jetzt, im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus, im Namen Jesus, komm raus, 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 lasst los und geh, lasst los und geh. Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus Christus in mir, die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis mehr. Im Namen Jesus, Psalm 91, Koria, Baba, Baba, komm raus jetzt, komm raus jetzt. Komm raus, im Namen Jesus, lass los, lass los, lass los, lass los, lass los, lass los. San Akten erstmal, San Akten erstmal. Namen Jesus. Koria ba 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 lauter. San Akten. Lies es erstmal, proklamiert. Koria ba ba. Den Herrn, der Hochgelobten, rief ich an, und ich wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Todesreiches umschlangen mich, es eilten mich die Fallstricke des Todes. Halleluja. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an. Halleluja. Und zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme. Da bebte und erzitterte die Erde. Die Grundfesten der Berge wurden erschüttert. Ja, Herr. Lass die Grundfeste hier erschüttert werden, Namen Jesus Christus. Rauch stieg von seiner Nase. Feuer aus seinem Mund. Feuer sprudelte heraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf den Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über, von Hagel und Feuersglut. Dann Hagel und Feuerglut soll fallen über den Feinden, Namen Halleluja. Jesus Christus. Hagel und Feuerglut, 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 im Namen Jesus Christus. Dann donnerte der Herr in den Himmeln. Ja, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Hagel und Feuersglut. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Mm. Er schleuderte Blitze und schreckte sie. Mm. Und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von deinen Schelten, o Herr, von dem Schnauben deines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von den Höhen und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen. Oh, yes, Lord. Du hast Wohlgefallen, Vater, heute. Halleluja. An unsere Schwestern und Brüder, Vater. Im Namen Jesus Christus, Psalm 91. Halleluja. Maria baba baba ba. Mekeri bakari baba ba. Masata kari bakata raba kari basa. Ikatori bakari ashoto robosa. Ikatori bakari ashata raba ba. Mekatori bakari ashata raba ba. Mekatori bakari asha. Ikatori unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja,
Er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie die Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage sich zu deinem Zelt nahen, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien, zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit einem langen Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Lass los von ihr. Ma pa pa ta ya karaba ich si kiti. Ba pa pa ta ya karaba ich si. Be ta ya karaba ich so tu ich si. Lass los jetzt. Jeder Widerstand ist gebrochen. Jede Kraft ist gebrochen. Jetzt im Namen Jesus Christus. Du lässt jetzt los. Du beugst dich jetzt unter die Hand Gottes. Du beugst dich jetzt unter die Füße Christi. Im Namen Jesus Christus. Komm raus. Komm raus. Komm aus der Seele. Komm aus den Gedanken. Lass los jetzt von ihr. Lass los jetzt von ihr. Lass los jetzt. Alles löst sich. Jetzt im Namen Jesus Christus, du kannst dich nicht mehr verstecken. Du bist entblößt. Durch das Blut des Lammes. Du bist entblößt. Durch das Blut des Lammes. Komm raus. Komm raus jetzt. Im Namen Jesus Christus. Lass los von dir und geh. 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 Lass los. Lass los. Lass los und geh. Danke, Vater. Komm wieder. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Danke für den Sieg. 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 Durch das Blut Jesus. Wir haben den Sieg. Es steht geschrieben. Ihr habt ihn überwunden. Um das Blut des Lammes und das Wort eurer Zeugnisse. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Jetzt raus. Im Namen Jesus Christus. Lass los und geh. Lass los jetzt. Lass los jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für den Sieg. 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 Amen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Wir geben den Herrn die Ehre. Wir preisen dich. Wir loben dich, Vater, für alles, was du tust. Im Namen Jesus Christus. Amen. Der Herr segne euch mächtig. Der Herr behüte euch, die auch hier übernachten. Amen. Und ich werde jetzt mit der Französisch ein bisschen spät, aber muss jetzt starten. Der Herr segne euch. Ihr könnt den Nebenraum Gemeinschaft haben. Ich komme später noch dazu. Yahweh, 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 Yahweh,